willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Dankeschön. Oft, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Dankeschön. Schauen wir nur auf die, die auffallen, die in der ersten Reihe stehen. Aber was ist mit denen dahinter? Was ist mit denen in der zweiten Reihe? Sind die freiwillig da? Genießen sie das? Oder leiden sie eher unter dieser Position? In der zweiten Reihe, das ist heute unser Thema im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Jenny Frankhauser bei uns. Hallo. Die zweite Reihe, das ist eine Art Lebensthema für Sie. Denn lange Zeit haben Sie sich im Schatten Ihrer berühmten Schwester Daniela Katzenberger gefühlt. Egal ob Karriere, Aussehen oder Männer, überall wurden Sie mit ihr verglichen und fühlten sich dadurch oft unsichtbar. Wie Sie einen Weg raus aus dem Schatten gefunden haben, davon berichtet Jenny Frankhauser. Nochmal herzlich willkommen. Hallo. Sie, Werner Schemp, hingegen haben immer mit Freude und Stolz in der zweiten Reihe gestanden. Jahrzehntelang arbeiteten Sie als Protokollchef im Staatsministerium Baden-Württemberg und dienten unter 5 Ministerpräsidenten. Nicht selbst im Rampenlicht zu stehen, sondern im Hintergrund ausgezeichnete Arbeit zu leisten, für Sie keine Bürde, sondern eine Ehre. Herzlich willkommen, Werner Schemp. Dankeschön. Plötzlich Chefin. So lässt sich beschreiben, was Sie, Birgit Rothler, erlebt haben. 25 Jahre waren Sie als Maschinenstickerin angestellt, als Ihr Arbeitgeber unerwartet Insolvenz anmeldete. Als Ihnen und Ihren Kolleginnen der Verlust Ihres Arbeitsplatzes drohte, traten Sie kurzerhand in die erste Reihe und bauten den Handwerksbetrieb neu auf. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Birgit Rothler. Hallo. Sie, Ludger Pistor, blicken auf eine äußerst erfolgreiche Karriere als Schauspieler. Sogar in zahlreichen großen Hollywood-Filmen waren Sie zu sehen, allerdings selten ganz vorne. Denn besetzt werden Sie vor allem für Nebenrollen. Wie Sie damit umgehen und warum das für Sie sowohl etwas mit Talent als auch mit Demut zu tun hat, das erzählt uns Ludger Pistor. Von Geburt an in der zweiten Reihe, so geht es Schattenkindern wie Ihnen häufig, Frauke Gonsior. Ihre Zwillingsschwester kam schwer körperbehindert zur Welt und brauchte fortan viel Aufmerksamkeit ihrer alleinerziehenden Mutter. So lernten Sie sehr früh, für Ihre Schwester da zu sein und sich selbst zurückzunehmen. Warum erst ein Zusammenbruch die Erkenntnis brachte, dass es in Ihrem Leben auch um Sie gehen sollte, das erfahren wir von Frauke Gonsior. Und wir begrüßen den Psychotherapeuten Matthias Jung. Sie sagen, die meisten Menschen stehen den Großteil ihres Lebens in der zweiten Reihe. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wovon aber hängt es ab, ob man sich wohlfühlt im Hintergrund oder sich nichts sehnlicher wünscht, als aus dem Schatten herauszutreten? Das erklärt uns Dr. Matthias Jung. Herr Jung. Sie waren ja jetzt schon einige Male im Nachtcafé und wir haben Sie eigentlich noch nie gefragt, fühlen Sie sich eigentlich als Typ wohl im Hintergrund, in der zweiten Reihe, oder sind Sie als Typ eher eine Art Rampensau? Manchmal bin ich eine Rampensau, ja. Absolut. Dann bin ich auf dem Glatteis der Eitelkeit. Also das gibt es. Aber ich bin insgesamt froh, in der zweiten Reihe zu sein. Meine Frau ist die Chefin unseres Gesundheitszentrums, die absolute Herrscherin, die Königin. Dann bin ich in der zweiten Reihe. Ich könnte das auch niemals machen, was sie rein geschäftlich, unternehmensmäßig macht. Da bin ich sehr froh. Und auch in der Funktion als Therapeut bin ich ein Dienender. Ein absoluter Hinter. Also da hat Eitelkeit und Profilierung überhaupt nichts zu suchen. Das Stichwort Demut scheint mir das sehr wichtig, Herr Pistor. Frau Frankhauser, wir haben schon gesagt, Ihre Schwester war nun schon sehr lange im Licht, im Rampenlicht, war sehr bekannt. Hat es Sie eigentlich auch immer dorthin gezogen? Also dahin, wo Kameras sind? Wo am Anfang nicht. Also ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht.
Und ja, dann wurde ich quasi immer mehr so als Nebenrolle dazugeholt und ja, mir hat es einfach Spaß gemacht. Wenn man als Protokollchef arbeitet unter so vielen Ministerpräsidenten, man ist so bei Staatsbesuchen dabei, bei öffentlichen Anlässen, müssen Sie da eher unsichtbar sein, eher lautlos sein? Ist das Ihr Job? Also zunächst einmal muss der Betrieb sehr gut laufen und natürlich kann ich nicht jedem Weitwinkelobjektiv ausweichen. Aber man bemüht sich schon, sich eher zurückzuhalten, tatsächlich in der zweiten Reihe zu sein. Aber Sie müssen wissen, da sind Sie unter Hochdruckbetankung. Das heißt, Sie schauen bei starkem Blutdruck, läuft alles so, wie wir das geplant haben. Und wenn nicht, muss man diskret eingreifen durch irgendwelche Handbewegungen oder Blicke. Wenn der Protokoller rennt, dann haben Sie, also ich kann Ihnen einen Saal mit 200 Leuten in 5 Sekunden zum Bienenschwarm machen. Wenn ich nervös bin, dann fragen alle, was hat er jetzt? Ja? Sondern da gilt auch, a gentleman doesn't run, a gentleman walks. Ruhe ausstrahlen, jede Katastrophe regelt sich von selber im Normalfall. Und wenn man eingreifen kann, kann man. Und sonst muss man halt sehenden Auges das machen. Aber zurücknehmen ist gut, aber Wichtiges ist eben, die Dinge so zu planen, dass im Prinzip nichts schiefgehen kann. Ich hatte einen alten Mathematiklehrer, der hat immer zu uns gesagt, Jungs, eins müsst ihr euch merken, Richtiges richtig gemacht gibt Richtiges. Und das habe ich mir als Protokollchef immer geistig vorgestellt, dies als Banderole. Da habe ich immer gedacht, hier machst du keine Fehler, die kommen dann von selber. Wenn einer statt links rechts läuft, müssen sie eingreifen, ja? Denn sonst geht er die Treppe hoch und die mündet in eine Toilette. Dann haben sie Pech und nicht den Speisesaal. Also er holt uns schon richtig rein, oder? Ja. Er holt uns schon richtig rein. Sie sind selbstständig, aber Sie spielen auch nebenbei Theater. Ja. Ist das, und da sind Sie ja auch, da sehen Sie das Publikum, da stellen Sie sich so den Blicken. Ist das ein Unterschied, ob Sie auf der Bühne im Mittelpunkt stehen oder so im Privatleben für Sie? Ist schon ein Unterschied. Auf der Bühne, wenn ich stehe, also meine liebsten Rollen waren immer der derbe Markt. Wir spielen immer so Bauernkomödien oder eine strenge Hausfrau. Also ja, ist schon ein Unterschied. Wir kriegen die Mentalitäten hier schon ganz gut, muss man sagen. Ja, es ist einfach schön. Und wenn man vor 500 Leuten spielt oder 400 Leuten und man bringt die zum Lachen, das ist einfach, ja, das ist schon was Schönes. War in Ihnen jemals so der Drang, berühmt werden auf die Bühne? Nein. Überhaupt nicht? Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich wollte immer irgendwie lieber im Hintergrund sein. Also niemals irgendwie vorne auf die Bühne. Was sorgt denn dafür, dass die einen sich so sehr wohlfühlen in der ersten Reihe und die anderen doch lieber in der zweiten bleiben und gerne im Hintergrund? Also wir haben natürlich eine Zweiteilung der Menschen. Die einen sind introvertiert, die anderen extravertiert. Mhm. Und die Extravertierten, die lieben die Bühne. Oft sind sie auch ein Stück narzisstisch. So ein Narzisst sagt, meine Frau und ich bewundern mich maßlos. Das ist dann so ein Motiv auf die Bühne. Ich habe auch Theater gespielt. Arsen und Spitzenhäubchen, den morphinistischen Arsch. Das hat man miteinander spielen. Das macht Mordspaß. Sie spielen jetzt schon Theater zusammen, so schnell geht das hier. Also hier kommen ich komme auf Sie zurück. Sehr gut. Lernen wir aber erstmal Sie kennen, Frau Rothler. Bevor Sie schon mit dem Theaterspielen anfangen, kommen wir erstmal zu Ihrer Geschichte. Sie haben Bekleidungsnäherin gelernt, haben dann 1983 bei einer Fahnenfabrik gearbeitet und haben dort als Meisterstickerin gearbeitet. Ja, auch, als Stickerin. Als Stickerin, also so an der Maschine, als Maschinenstickerin. Maschinenstickerin. Genau. 25 Jahre haben Sie das gemacht, bevor es für Sie dann in die erste Reihe ging. Aber erzählen Sie mal, so ich glaube, nicht alle von uns wissen genau, was das ist, eine Maschinenstickerin. Was hat Ihnen an diesem Job, an dieser Aufgabe so richtig Spaß gemacht? Also gelernt habe ich als Bekleidungsnäherin. Da bin ich eigentlich reingeworfen worden. Zu der Zeit, wie ich eine Lehrstelle gesucht habe, war also Lehrstellenmangel. Und dann habe ich halt Näherin gelernt. Und da habe ich in einer Babybekleidungsfirma angefangen für Babybekleidung. Und das hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht. Mhm. Ne? Und dann musste ich als Lehrling sämtliche Abteilungen durchlaufen. Und da bin ich in der Automatenstickerei hängen geblieben. Habe ich gesagt, das ist mein Job. Und da ist da auch schlechter geworden mit der Arbeit. Dann habe ich mir in der Fahnenfabrik, wo ich damals, also 25 Jahre jetzt gearbeitet habe, als Maschinenstickerin angefangen. Und das ist halt einfach schön. Wenn man da jetzt ein Motiv anfängt zum Sticken mit vielen Farben. Und hier ist halt was Besonderes. Wenn man sieht, was man jeden Tag stickt, was man mit der Hand macht. Da glänzen auch Ihre Augen schon wieder. Ja, das ist eigentlich mein Beruf. Und wie jetzt 2008, dann war ich 25 Jahre beschäftigt, kam 2008 die Insolvenz.
Wie haben Sie das denn erfahren? Also Sie haben das, glaube ich, ja lange gar nicht mitbekommen. Nein. Und dann kam irgendwann der Oktober 2008 und dann hing da was am schwarzen Brett. Was stand dann da? Also, dass wir uns alle um 9 Uhr im Nähsaal versammeln sollen. Das ist eine große Versammlung. Und da habe ich gleich zu meinen Mitarbeiterinnen gesagt, entweder sind wir insolvent oder unser Juniorchef hat keine Lust mehr zum Weitermachen. Und es war dann die Firma Insolvenz. Und das war ganz schlimm. Wir waren 45 Beschäftigte. Alle dann in diesem Nähsaal, glaube ich, haben Sie sich getroffen? Im Nähsaal. Die Hälfte ist sofort heimgeschickt worden. Oh. Und wir haben dann weiter produziert, solange wir gute Zahlen geschrieben haben. Also es hätte auch noch 3-4 Jahre gehen können. Was hat das denn bedeutet? Sie sagen das so, die Hälfte ist gleich heimgeschickt worden. Ja, wir mussten die Hälfte dann, also von der Belegschaft, haben wir dann weiter produziert. Mhm. Und die anderen haben sofort, mussten aufs Arbeitsamt, mussten sich dann arbeitslos melden. Wie alt waren Sie damals? Ich war 48. 48. Geht dann schon so ein Film im Kopf los, dass man sich überlegt, auch wenn mich das jetzt trifft, wo bewerbe ich mich dann? Existenzängste? Der Film ist eigentlich schon 2004 losgegangen. Oh. Mein Mann hat in einer Firma gearbeitet. Mhm. Die hat dann an den Standort zugemacht. Der Sohn war mitten im Studium. Dann war 2008 das bei uns. Also da hat man Existenzängste enorm. Mhm. Wie soll es weitergehen? Ich habe immer gedacht, ich habe in der Firma meine Arbeit bis zum Rentenalter. Es ist ja so, Sie hatten noch so ein paar Restaufträge, die noch abgewickelt werden mussten. Ich war die allerletzte im Sticksaal. Die allerletzte. Wie ist es denn, wenn Sie da also vorher mit was weiß ich wie vielen Menschen gearbeitet haben, 25 Jahre offensichtlich gerne dahin gegangen sind? Ja. Und dann steht man da alleine als Letzte quasi in diesem Saal? Ganz zuletzt waren wir 5 Leute, aber also 3-4 Tage war ich die Letzte dann im Sticksaal. Das ist ganz schlimm. Ist traurig, oder? Ist traurig. Mhm. Aber im Januar, Februar kam für mich schon die Idee. Meine Ex-Senior-Chefin, die war zu der Zeit 86 oder 87, die war noch voll im Betrieb mit drin. Die hat zu mir dann schon gesagt, ach Mensch, Birgit, mach dich doch selbstständig, du kannst das, du kannst gut mit Leuten umgehen, kauf dir deine Einkaufsstickmaschine, stell sie in ein Zimmer in deinem Haus, fang klein an und wenn es gut läuft, kannst du dir noch ein paar Leute dazu holen. Dass aber die Stickmaschine ganz schwer war, die, wenn ich oben in das Zimmer reingestellt hätte, wäre wahrscheinlich die Decke runtergekracht. Ja, und der Insolvenzverwalter, muss ich sagen, zu dem habe ich einen guten Draht gehabt. Und dem habe ich erzählt, dass ich die Stickmaschine erwerben wollte aus der Insolvenzmasse. Der hätte mich da dabei unterstützt. Dann ist aber ein Investor aus Köln gekommen. Der war Kunde bei der damaligen Firma mit Karnevalsmützen und so. Der wollte die Firma übernehmen, hat leider nicht geklappt. Also was heißt leider, es war gut für uns so. Und dann hat ein Rechtsanwalt aus Kulmbach betreut, das war ein ganz guter Freund von mir. Und der hat mich dann mal angerufen und hat gesagt, Birgit, such dir noch aber Leute, übernimm du die Insolvenzmasse. Ja, und dann habe ich mich mit meinem Mann zusammengesetzt. Wenn ich jetzt arbeitslos geblieben wäre, wäre unser Geld und Ersparnis auch weg. Ein Haus haben wir, also ich wäre nie Hartz-IV-Empfänger geworden, sage ich jetzt mal so. Ne? Und der hat mich unterstützt und hat gesagt, ja, das machen wir. Sind Sie denn dann ins Risiko gegangen? Ja. Ja, also was heißt das? Ersparnisse rein, also Haus rein? Wir sind jetzt 5 Gesellschaften. Zu der Zeit haben wir uns dann gegründet. Ich habe meine 2 Schwestern noch mit ins Boot geholt, eine Großcousine und einen guten Freund. Der hat bei uns das Buchhalterische gemacht, weil wir als Arbeiter, Maschinensticker, wir konnten da Buchhaltung. Ja. Ne? Und dann sind wir alle mit unserem Ersparten, nur privat Ersparten, in die Firma. Also alles rein. Das war die Weltwirtschaftskrise, muss man sagen, 2009. Also wer gibt da schon Geld für einen Neuaufbau? Sie staunen, Herr Jung, da gehört schon was zu, oder? Ich bin beeindruckt. Ja. Das ist auch eine Stehaufqualität. Liege ich in der Vermutung richtig, dass Sie die schon früher gehabt haben, als Kind, als Jugendliche, zu kämpfen und nicht zu resignieren? Doch, habe ich schon früher gehabt. Ich muss dazu ausholen, als kleines Mädchen. Wir haben eine Girly Group, sagt mein Mann immer. Ne? Waren früher die Frankenspatzen. Das hat einer bei uns so ins Leben gerufen. Waren wir 5 Mädchen. Da sind wir halt von einem Auftritt zum anderen gedingelt. Nur mit Musik. Also ich sehe da eine gemeinsame Zukunft von Ihnen rein, muss ich sagen. Ja. Dann kam das Theaterspielen dazu und... Ja, ich habe nie dran gedacht, dass ich jetzt mal Firmenchefin werde. Ne? War das denn gleich, wie war das denn? Also Sie waren 25 Jahre da, haben den Job. Hatten Sie denn Ambitionen irgendwann, dass es mal mehr werden sollte? Wollten Sie mehr Verantwortung? Oder eigentlich nicht. Es war ein anderes Leben. Ich bin, wie ich angestellt war, da geht man halt Wochenende heim und da schaltet man ab.
Und waren Sie denn gleich, haben Sie sich gleich zu Hause gefühlt in der ersten Reihe dann? Eigentlich nein. Nein? Weil? Was war neu? Was war anders? So in der Öffentlichkeit stehen. Ich musste ja dann trotzdem viele Außenauftritte tätigen und da unterschreiben und da unterschreiben. Dann bin ich viel eingeladen worden mit Politikprominenz und so. Und das habe ich halt früher alles nicht gemacht. Da muss ich aber sagen, da habe ich einen guten Berater gehabt. Der ist, finde ich, Aktivsenior und der ist auch bei uns Gesellschafter in der Firma mit. Ich habe immer gesagt, ach Bernhard, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Und der hat mich da einfach wirklich da reingeschmissen und... Also ich glaube, von uns auch erstmal Respekt dafür, so einen Schritt zu gehen. Herr Jung, wenn Sie das hören, in gewisser Weise auch alles auf eine Karte gesetzt, Ersparnisse rein, ja, also richtig auch was investiert, aber den Mut gehabt, entdeckt man manchmal auch erst, wenn man in die erste Reihe rückt, dass da Potenziale sind, von denen man vorher gar nichts wusste. Und dass in einem was schlummert, dass man mehr kann. Der große Philosoph Nietzsche, der Psychologe unter den Philosophen, der sagt einmal, werde der du bist, wer in dir angelegt ist. Und was ich toll fand, sie haben ja auch die Angst nicht unerwähnt lassen. Natürlich, in der Psychologie sagt man, da wo die Angst ist, geht's entlang. Schon ein Kind muss Ängste überwinden, wenn es allein in den Keller geht, wenn es vom 2 Meter springt. Also toll, wie sie es gemacht hat. Also ich liege auf den Knien. Ja. Oh. Eieiei. Also, das wird ja immer doller, wenn Sie nachher mal die Plätze wechseln wollen. aber noch eins dazu. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja vorher auch mit den Angestellten zusammengearbeitet, ja, auf Augenhöhe. Jetzt wird man Chefin. Welche Chancen, welchen Gefahren gibt es da bei so einem Rollen? Das kann Rivalität bedeuten, Sabotage. Kann, muss nicht. Die Frage ist natürlich, wie haben Sie das Betriebsklima geschaffen? Also wir haben ein sehr gutes Betriebsklima. Ich stehe ja auch mittendrin. Ich sitze jetzt nicht im Büro und mache sämtliche Aufgaben. Ich stehe nach wie vor noch um meinen Stickautomaten. Ich gehe mal runter ins Büro 1-2 Stunden. Ansonsten stehe ich von früh bis Nacht an meinen Stickautomaten und arbeite unter meinen Mitarbeitern mit. Wir sehen hier also auch mal so ein paar Sachen, die Sie da so machen. Ne? Also auch jetzt gleich ein Raunen geht hier durch. Aber es ist keine Werbeveranstaltung, nur dass man mal so einen Eindruck hat. Sie sind auch Partner vom DFB, was ja auch schon interessant ist. Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute? Also wir haben vor fast 10 Jahren, nächstes Jahr haben wir 10-Jähriges, haben wir mit 7 Leuten angefangen, jetzt sind wir 30. 30? Und jetzt ist es ja so, ich glaube, wir haben gerade auch noch so ein Gruppenfoto gesehen, wenn da wieder so 30 Menschen sind. Ja. Sie wissen ja, wie das ist. Ja. Also ja, man hängt an dieser Arbeit, man braucht diese Arbeit. Das ist auch Verantwortung. Das ist Verantwortung, aber ich denke, wir meistern das ganz gut. Wir sind auch sehr kollegial mit unseren Mitarbeitern. Da muss ich ja dazu erwähnen, wir haben sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also die stehen voll hinter uns und nur so kann man es schaffen. Und wir gehen ja jetzt als Gesellschafter, wir 5, wir gehen ja auch vorne weg. Wir arbeiten mehr jetzt wie unsere Mitarbeiter, das muss man klar und deutlich mal sagen. Also wir arbeiten auch Samstag und Sonntag mal, wenn die Aufträge hier sind. Ja. Ne? Wir sind mit jedem bei Du. Dann, wir haben einen Naschtisch bei uns in der Näherei. Da bringt jeder Montag mal was mit. Was liegt da so drauf? Ich glaube, Sie. Chips, Flips, Schokolade. Lauter gesunde Sachen. Ja. So richtig Gesundheitsförderung. Sie haben es mal probiert mit einem Obstkorb. Oh, nee. Geht nicht. Das denn doch nicht. Sie haben aber auch was Tolles, dass Ihr Mann so bedingungslos unterstützt. Das ist ja groß. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir den wegräumen. Ja. So, nein, tolle Leute. Erstmal wollen wir den Mann mal begrüßen. An der Stelle sollten wir das mal tun. Herzlich willkommen. Und wie wichtig ist das auch? Sie haben ja gesagt, Sie beide haben sich gesprochen, so jemanden hinter sich zu spüren. Das ist ganz gut, weil wenn ich jetzt einen Mann zu Hause hätte, jetzt tust du das ganz erspart, das in die Firma, das geht nicht, das würde nicht, also das würde nicht funktionieren. Gibt es denn etwas, das Sie vermissen aus dieser Zeit als Maschinenstickerin? Freizeit. Freizeit? Freizeit. Und wenn ich dann mal Freizeit habe, dann liege ich auf dem Sofa und schlafe. Also Fernsehsendungen schaue ich fast nicht komplett an.
Dann hoffen wir einfach, dass es weiterhin erfolgreich läuft für Sie, für all Ihre Mitarbeiterinnen, dass Sie die Freizeit haben mit Ihrem Mann zum Tingeln im Theater, was auch immer. Also auf jeden Fall, dass es Ihnen weiterhin so gut geht. Danke. Herr Pistor, Freizeit wurde schon angesprochen. Sie haben in ganz vielen Fernsehproduktionen mitgespielt, in großen Filmen mitgespielt, auch in Hollywood-Filmen mitgespielt. Wie gesagt, nicht so sehr die Hauptrolle, sondern häufiger in kleineren Rollen. Deshalb stehen natürlich andere, Mario Adorf, Lauterbach, Schweiger oder so, mehr im Vordergrund. Sind Sie ganz froh, dass Sie ein bisschen Ihre Ruhe haben? Oder würden Sie da auch gerne sein? Würden Sie auch gern mehr im Mittelpunkt stehen? Sie können gerne in Ruhe über die Frage nachdenken. Ich kann Ihnen das Händchen halten. Bitte was? Ich kann Ihnen das Händchen halten. Ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist. Aber ich komme vielleicht später auf das Angebot zurück, Herr Jung. Vielleicht, wenn es dann noch intensiver wird, wie es jetzt schon ist. Ob ich da auch gerne wäre. Ja, oder ob Sie sich ganz wohl fühlen, so ein bisschen. Ach, wissen Sie, ich bin Schauspieler. Mhm. Und ein Schauspieler möchte eigentlich nicht in der zweiten Reihe stehen, sonst wäre kein Schauspieler. Man muss halt immer sehen, halt eben, was macht das Leben für Angebote? Mhm. Leben macht ja Angebote. Und das Leben hat halt eben, ich mache das jetzt schon ein paar Jahrzehnte, hat ein Angebot gemacht, dass es nicht so groß geworden ist. Mhm. Obwohl auch nicht so klein, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja. Es ist ja ganz interessant. Frage, wie man es wertet. Aber dann lernt man doch Ihr Leben auch mal kennen. Sie wussten schon mit vier, dass Sie Schauspieler werden wollen. Woher wussten Sie das? Was hat Sie da geprägt? Ach, ich bin mit meiner Oma immer ins Kino gegangen. Und, also sagen wir es mal so, die Oma ist mit mir ins Kino gegangen. Ich habe das wahrscheinlich ich hatte halt das Glück, ich war immer sehr groß. Und das Kino ist ja ab 6 Jahren. Ich bin, glaube ich, mit 3 Jahren schon ins Kino. Der hat immer gesagt, der ist 6. Und das haben die dann geglaubt. Und dann sind wir immer ins Odeon-Kino in Recklinghausen gegangen. Kann man heute sagen, ist schon seit Jahrzehnten zu. Und da habe ich dann immer Filme gesehen, vor allen Dingen mit Laurel und Hardy. Mhm. Und das wollte ich dann immer machen. Mit 4 Jahren habe ich dann gesagt, ich werde Schauspieler. Hat natürlich keiner geglaubt. Was war Ihre erste Rolle, die Sie dann irgendwann? Eine Biene. Eine Biene. Eine Biene, Sie sagen das. Eine Biene, das war halt, da fing das nämlich alles schon an mit der zweiten Reihe. Wissen Sie, das hat ja eine lange Tradition. Das fing an im Alter von 10 Jahren, von 9 Jahren, sagen wir mal. Da war ich... auf der Schule wurden die Bienen von Dilsberg inszeniert. Mhm. Das ist ein Stück, was nicht mehr auffindbar ist. Ich habe es immer gesucht. Es gibt, Dilsberg ist eine Gemeinde nähe Heidelberg. Die machen einmal im Jahr die Dilsberger Festspiele sogar. Mhm. Da habe ich mal überlegt, ob ich mich dort als Festspielleiter anbiete. Aber die machen die Rose von Dilsberg. Mhm. Und wir haben gemacht die Bienen von Dilsberg, weil sich die Dilsberger im Mittelalter mal mit Bienenstöcken, mit Bienen gegen Angreifer verteidigt haben. Ja. Dieses Stück ist ein Kinderstück, unauffindbar. Und würde ich gerne inszenieren, würde ich gerne machen. Heutzutage könnte ich auch noch eine der Hauptrollen spielen. Mal so ganz nebenbei. Ja. Wenn Dilsberg das... Aber das wäre dann keine Biene, die Hauptrolle, Nee. Die Bienen sind ja mehr quasi, waren der Mittel zum Zweck. Aha. Und da der Klassenlehrer allerdings meinte, dass ich als Darsteller, als Schauspieler also gar nicht tauge, hat er dann gesagt, na ja, du und der andere Ludger, es gab zwei Ludgers, du und der andere Ludger, ihr macht die Bienen. Ihr macht bzz, bzz, bzz. Also nicht... Das heißt, Sie hatten schon Text. Ich hatte Text. Der erste Text war nicht Summ, Summ, wie man meinen sollte, sondern es war Bzz, Bzz. Es kam dann aber nicht zur Aufführung. Auch das noch? Ja. Auch das noch? Es kam nicht zur Aufführung. Oh nein. Und dann habe ich dann, ich habe aber das Stück, ich hatte das, da so auf Blaupause hatten wir das Stück so gehabt. Ach, ich werde noch ganz nervös, wenn ich dran denke. Und dann habe ich halt im Schullandheim von Schieder, ein Jahr später, habe ich das Stück dann produziert, inszeniert und die beiden Hauptrollen gespielt. Hey. Ja. Und es war. Das ist eine Reaktion. Und das war ein Riesenerfolg.
Also man spricht heute noch im Teutoburger Wald von den Bienen. Also legendär. Legendär, legendär. Sie waren ja dann auch in der Theater AG und sind dann irgendwann... Da habe ich immer kleine Rollen gespielt. Ja, irgendwann, mehr durch Zufall, fast im Max-Reinhardt-Seminar. Ja, nur durch Zufall. Gelandet. Nur durch Zufall, weil ich auf der, im Saarland auf der Autobahn Raststätte einen Wiener kennengelernt habe. Der kein Essen mehr hatte, der war am Verhungern, weil es gab eine sintflutartige Flut damals, das war in den 70er Jahren, ich war mit dem Auto unterwegs, ich hatte schon Führerschein, kam von Tirol, wollte nach Hause ins Ruhrgebiet, der arme Kerl hatte nichts zu essen, dem habe ich ein paar Fischdosen gegeben und ein paar Brötchen und der sagte, hier ist meine Telefonnummer, wenn du mal nach Wien kommst, kannst du bei mir pennen. Und das war natürlich ganz wichtig, weil man damals nichts auf Tasche hatte. Und dann war es halt so, dass in dem Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe, also ich habe sogar Abitur. Wir wollen das mal eben einfließen lassen. Herr Christo hat Abitur. Ja. Ich hatte das nicht erwähnt, das stimmt. Ja, das hatten Sie nicht erwähnt, das ist auch, das habe ich auch nie gebraucht, aber, aber es ist schon irgendwie gar nicht so unwichtig. Ja. Ja. Also so ein bisschen, ich musste dadurch auch in Wien dann die Bücherkunde nicht machen, weil zum Schauspieler sein braucht man ja kein Abitur. Man braucht eigentlich gar nichts. Also, so. Aber ja, bitte? Nee, ich wollte, so. Sie waren, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit Ja, Ihnen. Genau, also Fischdosen, Brötchen, Wien. Genau. Und in dem Jahr, als ich Abitur machte, jetzt sage ich es zum zweiten Mal, kommt immer noch kein Applaus, also... Also im Jahr, als ich Abitur machte, jetzt ist das dritte Mal, aber jetzt reicht es. Waren halt die Prüfungen in Bochum und in Essen, wo ich eigentlich hin wollte, Volkwangschule oder Schauspiel Bochum, waren vorbei. Und somit habe ich mir überlegt, wie ist denn eigentlich so eine Prüfung? Und dann fuhr ich zum Reinhardt-Seminar eigentlich nur, um das auszuprobieren, wie das so ist. Mal so zu üben. Nur mal so zu üben. Und da habe ich halt zwei Tage, habe ich dann die Prüfung, und dann kam ich immer weiter. Und zum Schluss und endlich haben sie mich dann aufgenommen. Und das ist natürlich... sehr schwierig, einen Studienplatz an einer staatlichen Schauspielschule. Jetzt gibt's noch mal Applaus. Ja. Auf jeden Fall. So. Ja. Na, den wollte ich eigentlich jetzt an einer anderen Stelle. Ach so, ja, dann hol ich ihn noch mal. Dann habe ich halt dort, bin ich dort aufgenommen worden, habe dort studiert. Leider nicht so lange, bin dann sitzen geblieben. Aber was ist denn der Reiz? Was ist der Reiz? Der Reiz am Sitzen bleiben. Der Reiz an der Schauspielerei. Sie haben gesagt, es war von Anfang an Ihnen drin. Sie haben Laurel und Hardy geguckt. Es war für Sie klar, das will ich. Aber was wollten Sie da genau? Der Reiz an der Schauspielerei ist, dass man rauskommt aus dieser Realität. Das heißt, man spielt, man geht in eine andere Rolle rein, in eine andere Realität. Und man ist jemand völlig anders und man kommt raus aus dieser menschlichen Realität, die man quasi so hat, als Person, als Mitnahme und so weiter. Und das ist unheimlich erfrischend. Das gibt eine Kraft, ich weiß nicht, wo die herkommt, aber wenn man spielt, kriegt man eine irre Kraft und man hat eine Erfrischung und auch vielleicht eine Erlösung vom Leben. Also es ist toll. Müssen Sie mal ausprobieren, ist super. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Biene, bei Bzz, Bzz oder so rüberkommt, aber hat man dieses, was Sie beschreiben, raus aus der Realität, nicht bei einer Biene oder bei einer kleineren Rolle genauso wie bei einer größeren? Das ist das Tolle, das hat man. Das hat man. Man hat das genauso wie bei einer größeren. Sie müssen überlegen, wenn Sie jetzt eine kleine Rolle in einem Film spielen, die kleine Rolle in der Handlung, weiß ja nicht, dass es eine kleine Rolle ist. Das weiß ja nicht, das weiß ja nur der Zuschauer, der es dann sieht. Die kleine Rolle gibt es ja eigentlich so gesehen nicht, weil das weiß ja die Rolle nicht, dass sie klein ist. Somit spielen Sie ja genauso wie der Hauptdarsteller. Das heißt, Sie spielen eben... Sie spielen Theater, sie spielen Schau, sie sind Schauspieler. Das heißt, sie kriegen dasselbe Gefühl wie bei einer großen Rolle. Die Liste der großen Kinohits, bei denen Sie dabei waren, ist lang. Der Name der Rose, Schindlers Liste, Lola Rent, James Bond. Sie haben Tarantino-Spiele mitgemacht. Wir sehen gleich auch noch ein Foto mit Daniel Craig, mit James Bond. Wirklich? Sie rechts, Bond in der Mitte. Erfüllt Sie das schon mit Stolz? Es erfüllt mich... Ich finde es gut. Das dufte, ne? Ja, es macht Spaß, ja. Wissen Sie, ich habe das ja alles gar nicht gewollt. Also das sind ja Sachen, die mir so passiert sind. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, Sie spielen ja oft auch so im Ausland speziell den typischen Deutschen. Warum, was hauchen Sie diesem typischen Deutschen denn da für Leben ein? Was ist es?
Naja, der typische Deutsche ist halt jemand, der... Ist das die Klarsichthülle? Ja, das ist, wie soll man das sagen? Wir sind halt wie soll man das sagen? Ach, das wird schwierig. Also, wie sind wir Deutschen? Wir sind sehr komisch. Aber wir wissen es nicht. Das ist unfreiwillig komisch. Ja, und das muss man einfangen, also das muss man transportieren. Das versuche ich, und es ist eine gewisse Steifheit in uns. Und zu der müssen wir stehen. Okay. Also wenn jemand sagt, jetzt mal ganz locker und so weiter, ich sage, wir sind in Deutschland, wir sind nie ganz locker. Hallo? Jetzt aber jetzt mal, nee, locker, du kannst mir alles sagen, aber bitte nicht locker. Locker, nee, du bist Deutscher, ich bin Deutscher, sag mir nicht, dass ich locker sein muss, ich bin nicht locker. Du bist auch nicht locker, werd nie locker sein. Das heißt, oder zumindest nicht so locker, wie wir meinen. Also, das muss man ein bisschen, das muss man diese Charakter, und das ist ja auch das Spannende daran. Mein Gott, wie viele Völker sind denn locker? Wäre doch langweilig, wenn alle locker wären. Seien wir doch froh, dass wir nicht so locker sind. Jawohl! Ja? Ja. Würden Sie dann auch sagen, Sie haben ja gesagt, jeder will ganz nach vorne. Jeder will eigentlich Hauptrollen. Sie haben, auch wenn man die kleineren Rollen ja auch genießt, weil es auch der Ausbruch aus der Realität ist. Aber haben Sie das so locker genommen, dass die Hauptrollen dann immer an die anderen gegangen sind und Sie die nicht bekommen haben? Oder mussten Sie das erst so nach und nach mit sich regeln? Ich weiß gar nicht, ob ich die Rollen nicht bekommen habe, weil ich war ja nie dafür im Gespräch. Das fängt ja schon von vornherein an. Bei der Biene? Bei der Biene fängt das nämlich schon an. Also das allegorische Erlebnis ist ja, dass ich selber machen muss. Das habe ich bis heute nicht getan. Aber es ist, sagen wir mal so, das Leben macht ein Angebot. Das Leben sagt, hallo, du darfst halt eben dies und das haben. Darfst halt auch berühmt werden. Ich bin ja auch berühmt geworden. Ich bin ja kein unberühmter Mann. Ja? Und ich habe ja auch Hauptrollen gespielt. Nur mal so, habe wirklich Hauptrollen gespielt. Es ist nicht so, dass ich nur, nein, ich habe halt eben bei einem privaten Sender habe ich jahrelang, also 10 Jahre lang, ein ziemlich erfolgreiches Format als zweiter Hauptdarsteller. Es war in der zweiten Reihe, aber sehr nah dran. Also, Muss man nicht auch sagen, in der zweiten Reihe, Herr Jung, ist man ja 10 Reihen vor denen in der 12. Reihe. Auch das Leben ist überall auch hierarchisch gegliedert. Wobei ich übrigens auch denke, es ist ein Stück Reifeleistung. Auch zu sagen, alle Träume erfüllen sich nicht. Also das ist auch ein Stück Realitätsprinzip. Ich wäre auch gerne Hochschullehrer geworden, so ein ordentlicher Professor wie Sie noch, mit sowas im Hintergrund. Nein, alles wird man nicht. Auch kein Sportler. Ich weiß heute noch nicht, was eine Abseitsfalle ist. Mit solchen Tragödien muss man leben. Aber brauchen wir denn nicht unbedingt die Leute, die in der zweiten Reihe ausgezeichnet haben? Unbedingt. Und auch die bis zur 12. Reihe, die brauchen wir, damit das Ganze funktioniert. Das ist realistisch. Wir haben alle auch unerfüllte Träume. Dinge, die es nicht geworden sind. Ja. Es kann Trauer ausfinden, kann eine Enttäuschung, kann das auslösen. Aber wir müssen es auch akzeptieren. Ja, wir sind keine Übermenschen. Die Chance begreifen nicht als Problem. Ja. Das ist genau der Punkt. Weil wenn das Leben halt eben einem zeigt, okay, das, das Leben ist ja noch nicht vorbei, man weiß ja noch nicht, was noch kommt. Nachher sitzen wir halt eben hier, ein paar Jahre später, und Sie können die ganze Sendung wegschmeißen, weil Herr Pistor plötzlich, aber gut, da wollen wir mal... Wir haben Sie in die erste Reihe gebracht. Genau, so ist es, ja klar. Völlig richtig. Mit ARD und ZDF sitzt man sowieso in der ersten Reihe. Ja, sowieso. Also, sowieso. Genau. Kommt man gar nicht dran vorbei. Genau. Aber es ist halt so, man muss halt eben überlegen, man hat halt eben da so eine Gabe bekommen. Und man darf mit dieser Gabe, und da kommt man natürlich dazu, wenn man in der zweiten Reihe steht, denkt man, mein Gott, man muss das ja irgendwie verstehen, was das... Weil es ist halt eben oft so, dass, wie Sie schon sagten, Herr Jung, Künstler sind gerade oft sehr narzisstisch, nicht? Ja. Man möchte gerne und man möchte gerne berühmt werden. Und wenn das dann halt nicht so läuft, wie man sich das so denkt, und so weiter, dann muss man denken, ja gut, man muss halt eben,
ich bin ja dann irgendwie, religiös geworden, also jetzt nicht deswegen, sondern mehr aus Zufall, wie das bei ihm alles so ist. Bin also der indischen Hindu-Philosophie zugeneigt. Und da ist es halt so, dass man... So ein Hindu an der Raststätte getroffen hat? Ja, fast eigentlich. Also, naja, gut. Wie das Leben geht. Aber dass man sagt, dass man begreifen muss, dass dieses Talent, was man mitbekommen hat, dass das etwas ist, was eine gewisse Demut erfordert. Mhm. Und dass man das als Verpflichtung begreifen muss, als Auszeichnung. Und wenn man das dann lernt, wenn man dann sagt, okay, es geht nicht darum, halt eben das Ego zu befriedigen und zu sagen, ich muss jetzt halt eben sehr berühmt werden und so weiter, sondern es geht darum, halt eben als Schauspieler, das Einzige, worum man das machen sollte, ist halt eben fürs Publikum zu spielen. Dass man das Publikum unterhält, dass man das für das Publikum spielt. Und wenn man das macht, dann hat man halt eben eine viel, viel größere Genugtuung. Denn wenn es nur für einen selber ist, hat es keine Bedeutung. Und ich muss sagen, voller Demut müssen wir anerkennen, dass Sie hier Ihr Talent gezeigt haben und dass Sie, glaube ich, das auch dem Publikum so vermittelt haben, dass wir alle sehr, sehr viel davon hatten. Vielen Dank. Ja, das freut mich. Herr Jung. Ich glaube, es ist auch eine große Lebenskunst, die erste Reihe zu räumen. Mhm. Adenauer wollte aber die erste Reihe ja nicht räumen. Dahin. Er kommt ja jetzt erst dahin. Ja, aber auch das Räumen können. Ja. Angela Merkel räumt die erste Reihe und später wird sie nochmal räumen, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Das ist eine ganz große Leistung, dass wir uns nicht so entsetzlich wichtig nehmen. Und sind die Menschen in der ersten Reihe eigentlich abhängiger von den Reaktionen, die sie so bekommen? Mit Sicherheit. Ja? Werden ununterbrochen gespiegelt und lesen die Presseberichte über sich. Das ist auch eine Gefahr im Sinn der Fremdbestimmung. Mhm. Dass man nicht mehr in sich selber ruht und wehe, es kommt eine berufliche Katastrophe, wehe, es klappt nicht mehr. Das hat auch viel zu tun mit einer gesunden Selbstliebe. Brauche ich das? Brauche ich es wie ein Junkie in der Politik? Politik kann ein Rausch sein, kann eine Sucht sein. Immer gesehen werden, jeden Abend irgendwo wichtig zu sein. Da geht es um menschliches Reifen. Frau Frankhauser, wir haben schon gesagt, Daniela Katzenberger war überall, jahrelang. Sie standen so ein bisschen im Schatten. Klar, wenn da jemand in der Familie so einen Erfolg hat. Seit wie lange würden Sie sagen, Sie sind nicht mehr nur in der Öffentlichkeit die Schwester von? Also ich würde sagen, direkt nach dem Dschungel eigentlich. Also mit dem Dschungelsieg. Das war wie so ein Befreiungsschlag für mich. Also es war in diesem Jahr, ne? Ja, jetzt also im Januar. Noch gar nicht so lang. Nee. Sie haben jetzt, anders als Ihre Schwester, und Sie hatten ja auch lange sehr blonde Haare wie Sie, jetzt haben Sie einen anderen Look. Ja. Ist das auch so ein Signal in dieser Richtung? Ja, also ich glaube, dass ich mich einfach finden musste. Und ich bin jetzt ganz zufrieden, so wie es ist. Und das Blonde, das war einfach nicht ich. Wir wollen Sie ja jetzt kennenlernen. Wir wollen Ihr Ich kennenlernen. Sie haben im Moment keinen Kontakt mehr groß mit Ihrer Schwester. Mhm. Aber um das zu verstehen, glaube ich, muss man mehr über Sie erfahren. Sie sind mit ihr gemeinsam und deren Bruder in Ludwigshafen aufgewachsen, gemeinsam mit ihrer gemeinsamen Mutter Iris. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Sie beide sich vom Naturell her schon ähnlich sind? Also wir sind uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Dementsprechend gibt es halt auch oft Streit. Wir sind alle, also meine Mama, meine Schwester und ich, wir sind alle stur. Wir sind zickig, wenn wir Hunger haben. Also morgens darf man uns auch nicht ansprechen. Deswegen kam das hier mit dem Korb, mit dem Süßekorb. Okay. Mhm. Ja. Also das gab es von vornherein. Also Streit, aber auch Geschwisterliebe zwischen Ihnen? Ja, auf jeden Fall. Also sie war eigentlich schon immer meine beste Freundin. Also ja. Mhm. Sie waren ja so 15, 16, glaube ich, als das mit Ihrer Schwester so richtig losging. Ja. Da war die in verschiedenen Formaten. Sie als ganze Familie haben Sie ja auch unterstützt. Sie stand da so im Mittelpunkt, aber Sie waren damals ja Schülerin. Ja. Wie sehr war da in der Schule auch Ihre Schwester ein Thema? Ja, es fing schon in der Schule an. Das war schon ganz schlimm. Also da wurde ich dann morgens schon direkt angesprochen, wie geht's deiner Schwester? Und dann dachte ich mir, also das war ein ganz komisches Gefühl. Also plötzlich jahrelang jeden Tag gefragt zu werden, wie es deiner Schwester geht und nicht dir, war für mich ganz, ganz schlimm. Wurden Sie gar nicht so als Sie selbst wahrgenommen? Nee, ich war wie unsichtbar, ja.
Und jetzt hatten Sie ja auch in gewisser Weise Ähnlichkeit. Wurden Sie auch darauf angesprochen? Ja, ganz schlimm. Also wenn ich so ähnlich gelacht habe oder dieselben Oberarme, die ich von meiner Mama habe, da wurde es dann schon, ach guck mal, sie kopiert. Und ja, das war, dafür kann ich nichts. Ich habe auch die Waden von meiner Mama, danke an dieser Stelle. aber ja, dafür kann ich ja nichts. Ja. Ja, aber was haben Sie denn dann gemacht? Also angenommen, Sie werden darauf angesprochen und Sie haben so ein ähnliches Lachen, dann sagen die, ach guck mal, jetzt macht sie auf ihre Schwester? Oder? Ja, ich habe eigentlich jahrelang mich selbst verteidigen müssen und musste mich dann immer wieder beweisen und musste quasi darum kämpfen, als eigene Person wahrgenommen zu werden. Mhm. Ja. Was gar nicht so einfach ist, wenn man der Schwester vom Naturell her ähnlich ist. Es hat auch jahrelang nicht geklappt bis zum Dschungel. Mhm. Wenn Sie jetzt gedatet haben, also auch so in dem Alter 16, 17, wann auch immer, war Ihre Schwester da auch ein Thema? Ja, immer. Also fast immer, traurigerweise. Also bei den Dates war dann manchmal der zweite Satz schon, ja und wenn man mit dir zusammen ist, lernt man dann auch deine Schwester kennen? Oh. Und ja, dann nach dem 100. Mal bin ich dann auch wirklich aufgestanden und bin gegangen. Oder es hieß, ja, kommt man dann durch dich dann auch ins Fernsehen? Also das, ja. Jetzt waren Sie, ich meine, das ist so ein Alter, 16, 17, da wird man ja erst so ich, ja? Also da entwickelt man das. Was ist das? Ja. Was heißt das für Selbstbewusstsein? Was heißt das? Also mittlerweile kann ich da drüber stehen, auch wenn Menschen mich kritisieren. Mhm. Aber damals als junges Mädchen, ich weiß gar nicht, wie oft ich zu Hause war und habe geweint und habe halt mich gefragt, was mit mir nicht stimmt und ja, warum man mich nicht für voll nimmt. Und konnte Ihnen denn da irgendjemand dann helfen? Also Eltern, wer auch immer? Nee, ich glaube, in so einer Situation kann, also mir konnte da niemand helfen. Meine Schwester war es tatsächlich, die dann immer gesagt hat, ich weiß, dass es scheiße ist. Darf man scheiße sagen? Kann man hier sagen. Ja, das ist völlig okay. Und ihr hat es auch immer so leid getan. Ja. Und die Leute dachten auch immer, umso böser ich darauf reagiert habe, weil es mich so genervt hat, dass ich meine eigene Schwester nicht mochte. Aber das war gar nicht der Fall. Also ihr hat es sogar leid getan, dass die Leute mich quasi gar nicht für voll nehmen. Sie haben irgendwann mal gesagt, vielleicht bin ich dumm, vielleicht bin ich erfolglos, vielleicht bin ich ein Niemand. War das so hart, dass Sie das so... Ja, ja. Also sowas sitzt schon. Also... Jetzt ist das ja kein Einzelfall, die Frau Frankhauser. Es gibt ja nun mehrere oder viele Menschen, die mit einer berühmten Schwester oder einem berühmten Bruder aufwachsen. Was hat das für Konsequenzen oder was kann es für Konsequenzen haben? Geschwister sind positioniert, das kann zu tiefen Minderwertigkeitskomplexen führen. Das kann zu Hass, zu Rivalität führen. Das ist eine schwierige Situation. Mich würde interessieren, worauf sind Sie stolz? Wo sind Sie ein Unikat, einmalig, wo Sie sagen, das bin ich? Ich kann mehr essen. Darf ich die Redaktion noch mal bitten, ein paar Schnittchen, so ein paar Dinge? Ich habe alles leer gemacht. Ja, also das wird noch ein bisschen, die Sendung hat 90 Minuten. Also deswegen, wir holen noch ein bisschen was her. Ja, ich bitte darum, dass wir noch ein kleines Schälchen haben mit ein paar Spalten. Ganz abgemagert. Ja, nee, Ihnen soll es ja gut gehen hier. Ja? Ja. Also das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was. Ja. Aber was würden Sie sonst noch sagen? Also, es ist natürlich sehr gefährlich, wenn ich jetzt sage, in was ich besser bin. Ja, was Sie gut finden an sich. Was ich gut finde, dass ich die Tochter von einem Sänger bin und sehr gerne singe. Sehr schön. Kann das denn, wir reden jetzt über die Probleme, die das haben kann. Ja. Kann das auch was Gutes haben, wenn da eine Schwester oder ein Bruder neben mir ist, der so strahlt? Ja, ich denke, das sieht man bei Ihnen. Sie haben sich unglaublich angestrengt und Sie haben sich einen eigenen Platz erobert. Das ist oft auch die geschwisterliche Rivalität ein Stimulus, ein Antrieb. Ich habe zwei sehr erfolgreiche Brüder, bekannte Ärzte. Das hat mich sehr animiert, auch etwas zu schaffen. Dass ich nicht nur der kleine, dumme Jüngste bin, sondern dass ich auch was bringe. Das kann auch das Gute. Aber wie finde ich denn dann aus dem Schatten raus? Das ist ja die Frage, ne? Ich denke schon erstmal, ich weiß nicht, ob Sie es schon geschafft haben, dass Sie die größte Liebesgeschichte Ihres Lebens absolvieren. Die mit mir selbst. Ihnen selber. Mhm. Das sackt sich so leicht hin, aber das ist außerordentlich wichtig. Könnten Sie den Satz unterschreiben, ich bin eine attraktive, kluge und begehrenswerte Frau? Ja, also... Ja! Also
Also an ein paar Problemzonen habe ich auf jeden Fall. Ja, aber ja, es geht in die richtige Richtung. Aber Sie sind kein erotischer Sozialfall. Ja, kann man noch sagen. Ja, also Herr Jung ist wieder in seinem Element heute. Das muss man schon sagen. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben über die Kindheit gesprochen, so über die Pubertät. Sie haben dann irgendwann Immobilienkauffrau gelernt. Haben aber nur kurz darin gearbeitet. Warum? Weil also ich habe ein Jahr nach der Ausbildung noch weiter in dem Beruf gearbeitet. Dann ja, habe ich in einem Autohaus gearbeitet, aber da war ich in einem Glaskasten drin gesessen. Das kann man mit mir nicht machen. Gell? Also ich rede ja so viel am Tag. Und dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht und hatte dann eine eigene Gastronomie mit meiner Mama zusammen. Und nebenher dann halt immer mehr Musik und TV-Projekte. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Ich kann ja machen, was mich glücklich macht. Ihre Schwester Daniela hat auch mal gesagt, mein Wunsch war immer, dass sich Jenny über sich selbst definiert und nicht über mich. War das denn tatsächlich in irgendeiner Phase so, dass sie sich auch über sie... Nee, eigentlich habe ich immer genau dagegen angekämpft. Und die anderen haben das immer quasi mich dadurch definiert. Und genau das war ja mein Problem. Ich habe ja schon gesagt, heute ist kein Kontakt da, obwohl Sie ja sagten, Mensch, es gab Phasen, da waren Sie sehr eng und Sie sind sich sehr ähnlich und sie hat Sie auch gestützt, als es Ihnen nicht gut ging und hat es auch gesehen, dass es Ihnen nicht gut ging. Sie haben dann irgendwann öffentlich gemacht, also man muss dazu sagen, Ihr Vater ist im Mai 2017 gestorben. Und Sie haben sich dann auch öffentlich darüber beschwert oder haben gesagt, dass Sie es nicht gut fanden, dass Ihre Schwester in dieser Zeit nicht an Ihrer Seite war, dass sie nicht auf der Beerdigung war. Ja, und dass sie das halt veröffentlicht hat ohne Zustimmung, aber das will ich gar nicht aufrodeln wieder, aber ich bin einfach geplatzt. Also ich konnte dieses Thema konnte ich nicht überlächeln. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Fehler war, weil immerhin ist es raus. Also ich bin ja innerlich, das hat mich ja fast zerfressen, diese Wut. Und klar, vielleicht kein guter Zug, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Haben Sie die Wut dann auch ihr gegenüber rausgelassen, dass Sie mal angerufen haben und gesagt, Mensch, Daniela, was ist denn hier los? Wir brauchen dich hier, du bist nicht da, was ist denn hier? Also das kann es doch nicht sein. Also gab es das? Oder? Ja. Und hat aber zu nichts geführt. Okay, ist da jetzt der Graben tiefer geworden? Nee, also Zeit heilt fast alle Wunden und die Wut ist nimmer da. Aber wir wollen halt trotzdem, weil halt eben so viel passiert ist, niemandem was vormachen. Also wir möchten uns einfach auch nicht für die Öffentlichkeit zusammensetzen und uns gegenseitig was vorspielen, es ist alles wieder gut. Weglächeln. Das mache ich nicht. Also ich bin da einfach zu ehrlich für und deshalb, ja, finde ich, kann man das akzeptieren, wenn zwei Menschen einfach nimmer miteinander zu viel zu tun haben möchten. Sie waren dann im Dschungelcamp, haben Sie ja schon gesagt. Das war für Sie im Nachhinein offensichtlich sehr wichtig. Was wollten Sie sich und anderen da vielleicht sogar beweisen? Also ich bin ins Dschungelcamp gegangen, weil ich dachte, okay, jetzt zeige ich es euch, weil ich halt wirklich ganz schlimm beschimpft worden bin. Und im Endeffekt habe ich es aber mir selbst bewiesen, dass ich was kann und dass ich jemand bin. Und ja, dass ich eben nicht dumm bin. Und das war so mein Befreiungsschlag. Also es war gar nicht, also ich habe es niemandem bewiesen, sondern ich habe es mir selbst bewiesen. Können sich die Menschen jetzt ihren Namen merken? Ja, Gott sei Dank sogar den Nachnamen. Wahnsinn. Und der ist echt nicht einfach. Ja. Sie drängt es. Meine Frage wäre noch, können Sie sich langfristig eine Versöhnung mit Ihrer Schwester vorstellen? Die Geschwisterbeziehung ist die längste Beziehung unseres Lebens. Und solange wir nicht versöhnt sind, kleben wir noch am anderen. Wir werden selber nicht frei. Mhm. Man soll niemals nie sagen. Also nein, sage ich auf keinen Fall. Ja. Wie geht ihr Mutter damit um? Ja, schon schlimm. Also die steht halt so zwischen zwei Stühlen. Und ja, das ist schon eine blöde Situation. Wir sind drei Schwestern. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einer irgendwie zerstritten zu sein. Ja. Das wäre für mich unmöglich. Also ja, also ich bin auch ein Familienmensch, deswegen ist das auch für die ganze Familie ein bisschen schwierig. Aber es ist halt eben sehr, sehr viel passiert, was auch niemand weiß und es bleibt auch privat. Aber es geht im Prinzip nur über die Liebe. Ganz altmodisch gesprochen. Man kann nicht einen anderen vors Tribunal zerren. Mir hat mein Freund, mit dem ich zerstritten war, der kam einfach auf mich zu und sagte, ich mag dich doch, du blöder Hund. Das war lösen, hab mich in den Arm genommen. Umarme deinen Gegner, bis er sich ergibt. Also das wäre so eine Idee. Werde ich mal versuchen. Ja. Sie haben selbst gesagt, Sie haben so lange im Schatten gestanden, auch Schwierigkeiten gehabt, sich zu finden. Es war auf jeden Fall schön und ist schön, dass wir Sie heute kennenlernen könnten. Danke. Ja.
Wir haben ja schon gesagt, es gibt diese Extrovertierten, die nach außen gehen, es gibt die Introvertierten. Sind denn diese Extrovertierten, die gerne in der ersten Reihe stehen, so selbstbewusst, wie sie manchmal wirken? Nicht. Absolut, die Frage ist genau richtig. Sehr oft ist es auch eine Kompensation der eigenen Selbstwertproblematik. Ich muss mich darstellen, ich will wahrgenommen werden um jeden Preis. Wenn ich nicht wahrgenommen werde, bin ich nicht. Es gibt beispielsweise bei Kindern, die Schattenkinder sind, gibt es die Möglichkeit, ist eine Option, ständig auf sich aufmerksam machen. Kaufhausdiebstahl, Streiche, selbst die negative Aufmerksamkeit ist besser als gar keine. Ganz stark da auch zu kompensieren, sich in den Vordergrund zu spielen. Da liegt oft auch eine kindliche Tragödie dahinter, die man mal verstehen muss. Auch das. Herr Schemp, ich habe schon gesagt, über Jahrzehnte waren Sie Protokollchef des Landes Baden-Württemberg, haben unter 5 Ministerpräsidenten gedient. Ja. Ist dienen das richtige Wort? Haben Sie sich als Dienender empfunden? Herr Steinbrecher, das steckt natürlich schon in der lateinischen Wurzel drin. Ich war Ministerialrat, am Schluss Ministerialdirigent. Mhm. Wer ein bisschen Latein kann, weiß, da steckt Ministrare drin. Ich war auch mal Ministrant in der katholischen Kirche. Also ich habe gerne gedient als Beamter, denn ich habe ein gutes Gehalt bezogen. Und das hat das Land Baden-Württemberg mir gezahlt. Und ich bin dem Land auch dankbar. Das ist mal das eine. Das zweite, was Dr. Jung sagte, mit der Extrovertiertheit in der ersten Reihe, die gibt es natürlich auch in der zweiten Reihe. Ich bin durchaus auch extrovertiert, musste das auch sein. Wenn Sie als Protokollchef nicht in der Lage sind, solange bis der Gast da ist oder der Ministerpräsident da ist oder der Gastgeber da ist, den Gast zu unterhalten, da können Sie nicht dastehen, schweigen, Däumchen drehen, sondern Sie müssen die Gäste unterhalten, bespaßen, die wahrnehmen. Und also zwar hinter den Kulissen waren Sie durchaus in der ersten Reihe. Selbstverständlich. Ich habe viele Menschen am Flughafen abgeholt. Dalai Lama, ein nettes Beispiel. Da bereitet man sich drauf vor. Du liest einen Lebenslauf, das kriegst du von der Botschaft oder von seinem Büro in Genf. Die haben die Europazentrale in Genf, der Dalai Lama. Mhm. Man bereitet sich vor, jetzt bin ich auch Philosophie interessiert, holt den ab am Flughafen. So Gesprächsthemen zurechtgelegt. Ja, holt den ab am Flughafen in Echterdingen. Mhm. Er sitzt rechts, ich als Protokollchef links, hinten in einer Limousine, deren Hersteller wir alle kennen. Und dann merkt er, dass hinten aus dem Luftschlitz ein bisschen eine Luft unter seine Kutte geht. Dann sagt er, it's amazing, also die Klimaanlage. Das ist ja aufregend. Dann fängt er an, mit den Rädchen zu spielen. Der Weg vom Flughafen Stuttgart-Echterdingen zur Villa Reitzenstein über die mittlere Filterlinie mit Polizeibegleitung dauert, wenn die Polizei frei macht, ca. 20, 25 Minuten. Und wenn man sich 25 Minuten nichts zu sagen hat, kommt Ihnen das vor wie 5 Stunden. Das ist wie in der Ehe. Ja? Wenn man sich gegenseitig anschweigt, das ist sehr lange. Oder bei einem Date. Jetzt war das gar nicht notwendig, denn der hat die ganze Zeit mit den Rädchen der Klimaanlage gespielt. Und plötzlich fuhren wir die Steige hoch der Villa Reitzenstein und er stieg aus und hat dem Ministerpräsident den weißen Schal umgehängt. Das war herrlich. Ja. Das war das Kapitel Meine Geschichte mit dem Dalai Lama. Ja. Vielen Dank schon mal dafür. Sie haben das ja schon mal angedeutet, auch am Anfang, die Sache mit dem Blutdruck. Also man muss überall die Augen haben, man muss da sein. Sie sind nicht nur dafür da, dass alles fröhlich ist, dass alles entspannt ist. Wofür sind Sie zuständig gewesen? Für die gesamte, also das Protokoll. Oder alle Protokollstäbe, die gibt es natürlich auch in der Industrie, die gibt es nicht nur in der Politik, die gibt es in jeder Botschaft. In jedem Großbetrieb gibt es jemanden, der zuständig ist für Gäste, nennen wir es Protokoll und Gästebetreuung, ist ungefähr ähnlich. Ja. Und wir sind zuständig, wir entwickeln wie Sie im Fernsehen ein Drehbuch, so mit den berühmten Worten, die W-Fragen. Wer macht wann, was, warum? Damit die Person X zum Zeitpunkt Y die Handlung Z vollziehen kann. Also fatal sind fehlende Blumensträuße. Es nützt nichts, den roten Teppich am Mittwoch auszurollen, wenn der Staatsgast am Dienstag kommt. Da ist ein Problem von 24 Stunden verkannt. Ja? Und das muss halt alles laufen wie am Schnürchen. Ich habe das immer verglichen. Ich sammle nebenher Uhren. Ich vergleiche es immer mit einem schönen Taschenuhrwerk. Wenn alle Rädchen gut geölt sind und eins ins andere greift, dann flutscht es, dann läuft es. Flutscht dann auch die Politik? Also hat das Auswirkungen? Ja. Das wird erwartet. Ich meine, wir sind der Dienstleister. Ja. Das ist mein Job als Beamter. Es ist egal, ob Sie im Landratsamt Hundesteuer S bis Z machen. Mhm. Das muss auch getan werden. Oder ob Sie im Protokoll dafür zuständig sind, dass die Staatsgäste richtig behandelt werden, gastfreundlich wahrgenommen werden und vor allen Dingen, dass die zeitlichen Abläufe stimmen. Ich darf als sogenannter aktiver Protokollchef oder als aktive Protokollchefin mit
Zeichen dem Ministerpräsidenten klar machen. Jetzt ist aber höchste Eisenbahn, wir müssen zum Flughafen, denn der fliegt mit einer Linienmaschine zurück, die wartet nicht. Ja? Sie können Fluggesellschaft unter Umständen mit staatlichen Beziehungen 10 Minuten, da putzen die nochmal den Teppich durch. Aber nach 20 Minuten sind die weg und sie haben ein Problem mit 80 Gästen, die an der Gangway stehen. Ein Taxi nach London, das funktioniert jetzt so einfach. Ja. Ist so herrlich, wie er uns da reinholt, oder? Ja, ja. Aber noch mal was anderes. Sie haben, wie gesagt, unter 5 Ministerpräsidenten gearbeitet. Ja. Wer alles? Teufel? Nee, ich habe angefangen, also Lothar Späth, Erwin Teufel, Oettinger, Mappus und jetzt Herr Kretschmann hat die letzten Jahre. Hat Sie denn jemals jemand auch spüren lassen, dass Sie in der zweiten Reihe sind? Und wissen Sie, die Politiker erwarten natürlich von uns Beamten, das ist unser Job und den machst du. Dafür wirst du bezahlt, das machst du. Wir erwarten, dass es gut läuft. Und das ist natürlich auch der persönliche Ehrgeiz. Ja? Jeder will, egal in welchen Platz er im Leben einnimmt, doch gute Arbeit abgeben, weil das ja auch den persönlichen Zufriedenheitsgrad stärkt. Ja. Also ich habe 4 Kinder und ich habe denen immer gesagt, euer Vater arbeitet gerne und mir hat eigentlich... Ich war 32 Jahre im Staatsministerium. Mir hat es immer Spaß gemacht. Natürlich gab es Tage, da bist du mit dem linken Fuß aufgestanden oder war der Spätburgunder mal zu trocken. Aber da muss man durch, ja. Da muss man durch. Durch, ja. Sie haben ja auch immer wieder Erlebnisse gehabt, die schon besonders sind. Sie haben auch gesagt, Sie wollten nicht auf die Fotos, aber es war ja unvermeidbar, dass Sie ab und zu mal eingefangen werden. Wir sehen jetzt mal ein paar Fotos von Ihnen. Das heißt, erst auf den ersten Blick nicht direkt von Ihnen. Wir sehen Helmut Kohl, wir sehen Bush, wir sehen Teufel. Mhm. Und wen sehen wir noch? Sehen Sie ihn? Erkennen Sie ihn? Mhm. Werner Schemp. Ja. Da ist er. Nein. Ja, genau. Wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter durch die Weltgeschichte. Tag der Deutschen Einheit 1997 in Stuttgart. Das ist fotografisches Gedächtnis. Dann sehen wir noch mal Herrn Teufel, Ministerpräsident Teufel, mit dem angekündigten und schon besprochenen Dalai Lama. Und wo ist er? Der Herr Schemp? Da ist er. Und noch einen, wir haben gleich noch einen, versammelte Weltgeschichte hier erlebt. Noch mal Herr Teufel Arafat. Mit Arafat und Werner Schemp. Der Reiche. Da ist er, immer dabei. Sie haben ihn da was hingereicht. Reiche ich gerade dem Erwin Teufel das Geschenk zu. Ja. Das berühmte Begrüßungsformat. Da gibt es ein festes Drehbuch. Also da gibt es Begrüßungsrede des Ministerpräsidenten, Replik des Gastes, gegebenenfalls Übersetzung durch Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Eintrag ins Gästebuch der Landesregierung und dann Geschenkeaustausch. Das ist alles festgelegt und 200 Mal vorgekaut, besprochen mit der Botschaft oder mit dem Büro der Palästinenser in Bonn damals oder Berlin. Also da gibt es nichts, was nicht besprochen ist. Vom Essen bis zur Blutgruppe bei Sicherheitsstufe 1. Ja, also es muss klar, wenn was passiert, das ist immer das Schlimme. Das ist uns zum Glück nie passiert in Baden-Württemberg. Aber stellen Sie sich vor, da wäre mal irgendein Unfall oder ein Anschlag oder sowas. Ja. Das wäre grauenvoll, ja. Wenn man noch mal bei dem alten, wenn man die schönste Handbewegung eines Protokollchefs ist die, wenn sich die Maschine an der Landebahn 2 in echter Dingen selbstständig erhebt. Geschafft. Ja. Geschafft. Ja, ja. Ja. Ja, Sie wollten? Nein, also ich denke, mir gefällt sehr, was Sie sagen, auch über das Dienen, das Ministrare und die Pflichterfüllung. Einfach auch mal diese Pflicht und sie über Jahrzehnte durchhalten. Das ist eine tolle Lebensleistung. Das imponiert mir außerordentlich bei Ihnen, Herr Schemp. Dafür haben Sie einen Beifall. Ja. Aber im Alltäglichen bedeutet das dann schon, immer den Schirm griffbereit haben, wenn irgendwo auch nur eine Wolke aufzieht, oder? Wir haben immer einen Schirm im Kofferraum, weil du weißt ja nie... Du fährst von Stuttgart nach Friedrichshafen, was weiß denn ich, was hinter Ravensburg los ist. Wir haben nicht den Sven Blöger als Berater im Auto, sondern wir haben die Schirme, Protokollschirme sind dabei. Und das ist, Protokollschirme ja, nennen sie sich sogar. Das sind besonders große Stockschirme mit Holzgriff, die einen sehr breiten Durchmesser haben, einen großen Durchmesser haben, damit 2 Menschen bequem drunter stehen können. Erinnern Sie sich noch an das Finale, wo wir über Schirme sprechen, an das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft? Danach stand da Putin mit Schirm und dann ein begossener Macron und die kroatische Staatspräsidentin. Was hätten Sie denn dazu gesagt? Der eine hat einen Schirm, die anderen nicht? Na gut, das ist ein No-Go. Also das ist ein No-Go. Ein Planungsfehler, ja. Dann interessiert mich auch noch ein weiterer Fall, der vielleicht noch näher an Ihrem Alltag
liegt. Es gab ja einen Besuch der Queen beim Bundespräsidenten Joachim Gauck. Und Sie haben ja gesagt, alles hat sein Protokoll. Dann bekam also, wir sehen gleich auch noch ein Foto, Königin Elisabeth ihr Gastgeschenk. Das sollte sie zeigen als Kind auf einem Pferd, nebendran der Vater. Die Königin sagt, aha, ein blaues Pferd. Wieso ist denn das Pferd blau? Und das soll ihr Vater sein, den erkennt sie aber nicht. Also the Queen was not amused. Wie sehr würden Sie da ins Schwitzen geraten, wenn sowas passiert? Also da muss man eines dazu sagen. Ohne den Fall jetzt genau zu kennen, ich kenne die Story, aber ohne den Fall genau zu kennen, auch dieser Akt der Geschenkübergabe mit genau diesem Geschenk ist hundertprozentig mit der britischen Botschaft in Berlin, mit dem Gesandten oder mit dem Kulturreferenten oder mit wem auch immer besprochen worden. Also wir haben immer gefragt, welche Interessen oder Vorlieben hat ein. Ich habe beispielsweise für den Herrn Kretschmann das letzte Geschenk für den Papst rausgesucht. Der Papst hat natürlich sehr viel und alles und da darf man auch nichts übertreiben. Dann habe ich irgendwie mitbekommen, ich glaube, die Frau Botschafterin Schawan, die war damals Botschafterin beim Heiligen Stuhl, die kenne ich sehr gut, die wohnt auch in Ulm, und die hat mir gesagt, seine Heiligkeit interessiert sich für Hermann Hesse. Dann bin ich in Stuttgart in den Antiquariat. In Württemberg. Ich bin selber Germanist vom Studium her und habe eine wunderbare Ausgabe gekauft unter dem Rad, so eine kleine Jugendstilausgabe mit Goldschnitt, habe das bei einem Buchbinder in eine saubere Buchbinderkassette machen lassen und dazu noch einen Stich aus einem Stuttgarter Kunsthaus mit diesem Brunnen vom Kloster in Maulbronn. Ach, Urwa. Ja. Und dann, ich durfte leider nicht mit, weil Protokoll ist scharf, ja, und das päpstliche Protokoll ist mit das schärfste der Welt. Die Schweizer Garde hat bei mir so gemacht, ich durfte antichambrieren draußen im Ehrenhof, habe dann eine tolle Führung im Petersdom bekommen. Und da gibt es dann wunderschöne Fotos, wie seine Heiligkeit, Papst Franziskus, dieses Buch in der Hand hat und dem Ministerpräsidenten sagt, ich habe es schon zwei oder dreimal gelesen, ich werde es wieder lesen, Herr Ministerpräsident. Damit haben Sie mir eine große Freude gemacht. Und auch den Brunnen kannte er. Er hat ja in Freiburg mal eine Zeit lang an einer Promotion gearbeitet, kannte auch ein bisschen Baden-Württemberg. Und da liegen sie dann goldrichtig. Ja? Ist das das Highlight für einen persönlich? Ja. Ah gut, ich habe mich gefreut, dass diese Ideen so gut umgesetzt werden konnten. Und da ist man dann schon glücklich und sagt, hast wieder gut gearbeitet. Aber am anderen Tag kommt der nächste Besuch und die nächste Organisationsgeschichte. Wir haben nicht viel Zeit eigentlich, uns da auf Lorbeeren oder so auszuruhen. Das wollen wir auch gar nicht, sondern es wurde vorher immer wieder gesagt, Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Es gibt im Schwäbischen das berühmte Wort, nicht gescholten ist gelobt genug. Ja. Das ist so eine... Nicht gescholten ist genug gelobt. Ja. Und es gehört in einem solchen Job natürlich auch dazu, man muss sich schütteln und weiterlaufen. Ich habe natürlich auch meine Anpfiffe in stehender Haltung entgegengenommen. Könnt ihr ja Storys erzählen? Ja, ja, machen Sie ruhig. Ja, da war mal irgendwann bei einem Essen die Fleischportion dem Gastgeber wohl zu klein. Dann hat er mich hergepfiffen und hat gesagt, Sie reden da mit dem Hotelier. Und hat gesagt, was soll denn das? Und ist schon viel zu klein und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, Herr Ministerpräsident, ich habe diese Sau nicht geschlachtet. Dann kommt das berühmte retardierende Moment, das könnte von Brecht sein, der zuckt mit dem Kopf und sagt, ah ja, Sie haben ja recht, aber Sie gehen morgen früh zu dem Hotelier und sagen Sie, beim nächsten Mal sind die Portionen wieder größer. Das habe ich dann gemacht. Es sind dann sogenannte Non-Gespräche, die da stattfinden. Ich war nie da, aber geschwätzt haben wir trotzdem. Und dann war auch alles wieder gut. Herr Pistor, wenn Sie das so hören, Protokollchef, dieses Korrekte, wäre das eine Rolle, die Sie reizen könnte? Ja, sowas. Schon, oder? Ja. Sowas war schon mal in der Entwicklung. Aber das war dann die Hauptrolle und das hat dann natürlich nicht geklappt. Ja, aber ich meine, das ist eine internationale Aufgabe, aber so in dieser Detailversessenheit, wir hatten von Ihnen auch so einen Ausschnitt, ja, am 9.9. um 9.48 Uhr sage ich Ihnen jetzt. Also es hat doch schon sowas. Das hat was, das wäre etwas, was ich gerne spielen möchte, ja. Protokollchef könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sie waren jetzt überall dabei. Sie haben die Politiker, die Weltgeschichte geschrieben haben, in welcher Form auch immer, ja vor sich gehabt. Wären Sie es nicht selbst gerne geworden? Hätten Sie nicht selbst auch manchmal direkt Einfluss genommen? Nein,
Aus dem einfachen Grund, also ich bin mal gefragt worden, ob ich nicht ein Wahlamt machen möchte, ob ich mal kandidieren will. Aber ich wollte das nicht. Ich bin erstens, wie viele hier, ein Familienmensch. Wir haben 4 Kinder. Ich war nie zu Hause, ja. Und wenn du dann ein Wahlamt hast, ich habe höchste Achtung, egal in welcher Partei die Menschen sind, wer ein politisches Amt macht, der ist permanent unterwegs und da ist der Samstag kein Samstag und der Sonntag kaum ein Sonntag. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin so zufrieden, wie es ist. Und ich bin natürlich durch den Aufstieg in der Beamtenkarriere immer wieder auch mal in der ersten Reihe gewesen. Ich war Referatsleiter und dann Abteilungsleiter. Da bist du plötzlich vom Referent, bist du Chef einer kleinen Einheit. Und dann am Schluss war ich Abteilungsleiter und ich hatte in meiner Abteilung über 40 Menschen. Ja? Also Sie sind Ihren Weg gegangen, das ist stimmig. Ja? Ist das Schlimme, wenn man irgendwann entdeckt, da habe ich nur nicht den Mut gehabt? Ich hätte es vielleicht drauf gehabt, aber ich habe es nicht gewagt. Ist das nicht das? Das kann im Älterwerden bitter sein. Ich habe es nicht gewagt. Ich sitze auf einem Haufen ungelebten Lebens. Mhm. Ich war nicht mutig genug zu mir selber. Ja. Das kann eine Enttäuschung sein. Da ist gerade das Alter ist eine ganz wichtige Größe. Bin ich zufrieden? Habe ich mein Leben integriert? Oder muss ich sagen, da ist eine große Leerstelle? Aber Sie haben es wundervoll gemacht. Und dann 4 Kinder ist ja auch ein wundervolles Gegengewicht, das ernst zu nehmen. Gab es denn irgendwann mal für Sie eine Situation, dass Sie gesagt haben, und jetzt wäre ich doch gerne derjenige gewesen, der die Hand schüttelt und bin ungern jetzt im Hintergrund? Na, wissen Sie, ich bin ja als Protokollchef am roten Teppich auch gestanden, in der sogenannten Receiving Line oder als Abteilungsleiter war ich dann der Letzte an diesem roten Teppich und da haben die Leute dir auch die Hand gedrückt. Dann sagen Sie uns am Ende noch, Sie haben so viele Leute gesehen, auch nah gesehen. Wer hat Sie am meisten beeindruckt? Das ist natürlich sehr schwierig. Also perfekt von der Inszenierung her war das Ehepaar Gorbatschow und die Gorbatschowa. Mhm. Dem legendären Staatsbesuch. Im Sommer 1989 war das. Die waren natürlich beide eingespielt. Das war also, wie überhaupt Politik immer gut inszeniert wird. Also ich könnte Ihnen genau sagen, wie politische Bilder zustande kommen. Ja? Das wird einfach, da wird nichts dem Zufall überlassen. Also die waren wirklich in sich stimmig und gut. Aber natürlich, den Dalai Lama fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann den ungarischen Staatspräsidenten Arpád Gönch, der selber Literat war. Und er hat eine tolle Tischrede gehalten und hat auch über Literatur gesprochen. Also da gibt's, es sind viele kleine Versatzstücke, die mir gefallen haben. Oder andere, die glücklich waren, dass sie zum VfB-Spiel mit einem Ministerpräsidenten durften. Gell? Die Fußballfans waren. Ja? Also das sind eigentlich so ein Favorite habe ich nicht, aber es war insgesamt toll. Und ich bin wirklich glücklich, dankbar und zufrieden, dass ich so ein Leben haben durfte. Dann vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in die zweite Reihe des Politikbetriebs, die ja, wie wir auch erfahren haben, auch in gewisser Weise eine erste Reihe ist. Vielen Dank. Gerne. Sie haben sich ja diese zweite Reihe oder diese Position des Dienenden auch ausgesucht. Frau Gonsiau, bei Ihnen war das anders. Sie sind zur Welt gekommen, gemeinsam mit Ihrer Zwillingsschwester. Ihre Zwillingsschwester war allerdings schon von Geburt an körperlich behindert, wahrscheinlich wegen Sauerstoffmangels. Wenn das Ganze hat Ihre Familie geprägt, hat auch Ihr Leben geprägt. Welche körperlichen Probleme hatte und hat sie, Ihre Schwester? Also es nennt sich eine Tetraspastik, die sie hat. Mhm. Es ist vergleichbar mit, also der ganze Körper ist beeinträchtigt. Sie kann quasi fast nichts gezielt steuern. Mittlerweile jetzt im höheren Alter geht es etwas mit dem Unterarm, dass sie zum Beispiel einen E-Rolli so mit einem Joystick ansteuert. Ansonsten kann sie den Kopf gezielt bewegen, was wiederum ein Vorteil ist. Sie kann halt, ist zum Beispiel auch nicht sprechend, hat einen Sprachcomputer und um den anzusteuern, hat sie in der Kopfstütze, die hier oben am Rollstuhl befestigt ist, 2 Tasten und die sie dann mit dem Kopf quasi auslöst. Mhm. Das war aber wahrscheinlich auch erst ein Prozess dahin, oder? Genau. Mhm. Das hat einige Jahre gedauert. Wenn wir Ihr Leben betrachten, das steht ja für uns heute im Vordergrund, da muss man dazu sagen, Ihre Mutter war alleinerziehend. Sie haben dann später noch eine jüngere Schwester bekommen. Was war Ihr Alltag? Wie war Ihr Alltag in der Kindheit? Und wie wurde der auch beeinflusst einfach durch diese Situation?
Also als Kind kannte ich es ja nicht anders. Da hätte ich gesagt, das ist halt eine Kindheit wie jede andere auch. Ich hatte ja keine Vergleiche. Also man hat ja nur eine Kindheit. Aber sie war natürlich geprägt von Arztbesuchen, bei Terminen bei Physiotherapeuten, bei Krankengymnasten, Logopädie, alles, was da ansteht. Also immer wieder Termine. Also genau. Ich glaube, das kennen viele, die Menschen haben, die pflegebedürftig sind oder chronisch immer wieder irgendwo Therapie brauchen, können das nachvollziehen. Genau, also wir hatten schon von klein auf einfach einen sehr straffen Terminkalender. Und ich kenne das halt auch nicht anders. Also ich bin darauf geeicht, wenn ich jetzt um 16 Uhr einen Termin habe, dann rechne ich rückwärts aus, wann muss ich was machen, um pünktlich zu sein. Mhm. Das habe ich bis heute drin und wird es auch schwer los. Und was haben Sie denn dann als Kind gemacht? Also Sie musste zum Termin, Ihre Mutter ist da wahrscheinlich hin. Was war da mit Ihnen in der Zeit? Ja, wir sind mit. Also meine sind kleine, immer dabei gewesen. Genau, also meine kleine Schwester ist ja auch nur 2 Jahre jünger. Das heißt, wir beide waren eigentlich immer mit dabei. Zum Teil haben wir dann so eine Art Unterhaltungstherapie nebenher gehabt, also dass wir dann irgendwie im Nachbarzimmer saßen und da irgendwie mit irgendwas anderem spielen durften. Und manchmal war es einfach halt nur wirklich da sitzen und abwarten, dass halt der Termin vorbei ist. Wie sehr haben Sie auch Verantwortung dann übernommen mit den Jahren? Das kam natürlich schleichend. Also ich kann jetzt da nicht irgendwie sagen, wann es genau losging, aber mit der Zeit natürlich. Also auch mit, sie kann jetzt halt auch nicht alleine essen, also muss ihr das Essen anreichen. Das war halt alles so fließend, dass ich das halt quasi laufend einfach mit übernommen habe, ihr auch das Essen zu geben oder halt auch sehr früh einfach im Haushalt mitgeholfen habe. Im Haushalt? Was zum Beispiel? Also, und in welchem Alter? Das, was so halt im Haushalt anfällt. Also alles mögliche, bügeln. Genau, also das ging halt schon im Kindergartenalter los, dass wir da wirklich aktiv mithelfen mussten. Wäsche bügeln, falten, Geschirr spülen, alles putzen, was man halt so macht. Und wie haben Sie Ihre Mutter in der Zeit wahrgenommen? Als Mutter? Ja, als Mutter. Und auch gestresst? Oder hat sie Ihnen eine Ruhe vermittelt in dem Ganzen? Sie hat einfach versucht, weiterzumachen. Oder uns möglichst normales Leben zu ermöglichen. Aber ihr fehlte natürlich einfach Schlaf. Also bei 3 Kindern, kompletter Haushalt, die ganzen Termine. Es gab Jahre, da hat sie nur 4 Stunden nachts geschlafen. Das merkt man natürlich im Menschen irgendwo an. Haben Sie sich manchmal vernachlässigt gefühlt? Damals nicht bewusst, aber es gab natürlich Situationen, wo man das aus dem Verhalten eines Kindes her rückschließen kann. Also zum Beispiel im Kindergarten, da wollte ich nie hin. So, es war so ein integrativer Kindergarten damals, wo eigentlich meine Schwester und ich zusammen hingegangen wären. Und ich habe halt morgens ganz oft einfach da heulend gestanden und meine Mutter musste mich wieder mitnehmen, weil es nicht ging. So, ich wollte partout nicht da bleiben. Das ist ja so ein Warnsignal eigentlich eines Kindes, dass da irgendwie Nähe fehlt. Also ich habe mir das halt auf spielerische Art oder auf kindliche Art wiedergeholt, was ich aktiv gar nicht bewusst gemerkt habe. Wie haben Sie sich denn versucht, die Nähe Ihrer Mutter zu holen? Ja, indem ich zum Beispiel halt nicht mit in den Kindergarten gegangen bin, dass ich halt wirklich die Zeit tagsüber einfach mit meiner Mutter alleine habe. Und sind Sie dann auch mal nachts zu ihr ins Bett? Oder klar, das macht ja jedes Kind. Aber das auch ganz bewusst, um die Nähe zu bekommen. Also bewusst auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, jedes Kind schleicht sich mal ins Bett. Und wenn Sie krank waren und wenn es Ihnen nicht so gut ging, dann haben Sie aber auch die volle Aufmerksamkeit bekommen? Nee, dann war ja noch der Haushalt zu tun. Wenn Sie krank waren? Ja, der hat sich ja nicht alleine gemacht. Also, Sie mussten ja dann trotzdem irgendwie weiter Wäsche zusammenlegen oder Ähnliches. Das hört sich ja schon an. Also, ich glaube, viele Kinder kennen das trotz allem so. Man ist krank, man wird ein bisschen umsorgt. Welche Konsequenzen kann das haben, wenn die so viel Aufmerksamkeit, was man ja auch erstmal versteht natürlich, für Geschwister da sein müssen, dass man so eingespannt ist? Und so im negativen Fall entsteht dann so ein Schattenkind, ganz klar. Und das Paradoxe an der Situation ist, das Kind darf auch nicht wütend sein. Es wird ganz stark in Elternaufgaben reingenommen. In der Psychologie sagt man parentifiziert, parentes, die Eltern. Es wird verältert, es kriegt sehr viel Verantwortung aufgebürdet. Es wird unfreiwillig, auch um ein Stück unbefangener Kindheit, wird es betrogen. Und das kann nun außerordentlich hart sein. Und die Paradoxie besteht darin, das Kind darf nicht wütend sein, denn die Schwester ist ja schwerst behindert. Es darf nicht auf die Schwester wütend sein, nicht auf die Mutter wütend sein. Eine ganz schwierige Situation. Wo findet das Kind die Liebe? Wo darf das Kind sein? Das andere ist natürlich sicher, dass sie auch enorm viel gelernt haben, an Verantwortung zu übernehmen und aktiv liebevoll zu sein. Also ich denke, das wird ihr Leben auch bestimmt haben. Das war eine ungeheure Leistung, die sie vollbracht haben. Ungeheure Leistung. Dieses Wort Schattenkinder, das da immer auftaucht, wie finden Sie das? Trifft es das oder mögen Sie das vielleicht nicht so? Zu dem Wort selber habe ich gar nicht so den Bezug, den gab es in meiner Kindheit nicht. Also,
dieses, ich habe das Gefühl, das ist ein Wort, das erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Also ich kannte halt auch in meiner Kindheit keine anderen Geschwister von behinderten Kindern. Von daher, mir fehlte da auch der Austausch. Es war jetzt nicht so irgendwie, dass das etwas ist, was einen Begriff hat. Es war einfach, es war halt einfach so. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich aber dann zum Glück durch Zufall auch erwachsene andere Geschwister kennengelernt. Also so eine Selbsthilfegruppe ist das jetzt nicht richtig, aber so so ein Verbund, wo man sich austauschen kann, speziell für erwachsene Kinder. Und das tut halt, erwachsene Geschwister, Entschuldigung, das tut halt echt gut, dass man einfach mal sich auf einer Ebene so austauschen kann über Sachen, die andere Menschen halt so nicht erleben oder erlebt haben. Ja. Wenn wir noch mal bei dem bleiben, was Sie sagten. Sie haben gesagt, Sie mussten früh Verantwortung übernehmen. Sie mussten früh überall da sein, funktionieren in gewisser Weise ja auch. Welche Konsequenzen hat das dann für später? Es kann bedeuten haben, dass ich keine Fürsorge für mich selber habe, dass ich immer nur für andere da bin. Das berühmte Wort, ich würde mein letztes Hemd verschenken. Und die Selbstfürsorge, die Achtsamkeit für sich selber, die geht oft weg. Das kann natürlich auch zu einer solchen Überforderung kommen, dass irgendwann ein Zusammenbruch kommt, ein seelischer oder körperlicher, ein Kollabieren. Weil was nicht gewöhnt ist, gut für sich selber zu sorgen, man durfte es ja nicht. Sie haben gesagt, man darf ja nicht sauer sein. Man darf nicht auf die Schwester sauer sein, man darf nicht auf die Mutter sauer sein. Was ging denn in Ihnen vor? Waren Sie irgendwann mal sauer? Oder? Ich bin kein Mensch, der Wut gelernt hat. Also das ist mir völlig fremd. Sie aber sagen, Wut nicht gelernt, genau. Ja, aber nicht, weil es mir nicht, also es gab kein Verbot dazu. Es war niemals dieses, sie ist behindert, deswegen hat sie jetzt Vorteile. Das stand nie im Raum. Also wenn jetzt irgendwie Scheiße gebaut hat, hat er Scheiße gebaut. Ah, ja. So, aber es war halt trotzdem einfach keine Wut in mir. Und beispielsweise in späteren Beziehungen, sind Sie da konfliktfähig gewesen oder war das ein Wunderpunkt? Ja, das war ein Wunderpunkt, klar. Ja. Also Aggressionshemmung und dergleichen, die sich durchsetzen können, eben Wut äußern zu dürfen. Genau. Haben Sie, Lernprozess im Erwachsenenalter. Haben Sie denn, weil Sie gesehen haben, Ihre Mutter funktioniert so, haben Sie dann auch versucht, sich da einzufügen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, man sieht, die Mutter schläft nicht. Die Mutter hat dauernd Stress, sie muss für die andere Schwester da sein. Dass Sie dann versucht haben, ihr jetzt nicht auch noch Probleme zu machen? Ja, sicher. Ja? Sie waren brav, eher brav und angepasst. Ja. Es gibt einen schönen Satz, immer nur nett sein ist gefährlicher als Kettenrauchen. Genau das ist es, ja. Ja. Sie haben gerade so in einem Nebensatz gesagt, Sie haben 4 Kinder. Ja. Ich meine, dieses Thema, wer kriegt wie viel Aufmerksamkeit, ist ja eigentlich in vielen Familien ein Thema. Wie verteilen Sie das denn so, dass kein Kind zu kurz kommt? Also da muss man erst mal dazu sagen, jedes Kind, jedes menschliche Wesen, jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen. Und dementsprechend kann man sich, wenn man merkt, da ist eine Stärke da, dann versucht man diese Stärke zu fördern. Und wenn man merkt, da ist ein Defizit, ist ja bei den Erwachsenen auch so, dass man dann selber sagt, da muss ich vielleicht dran arbeiten. Ja? Und als Eltern macht man es natürlich dann so, dass man versucht, den Kindern zu helfen und sagt, du pass auf, wenn jetzt du das kleine, der berühmte Streit ums kleine blaue Lego, man hat 10.000, aber es muss blaues sein, dann muss man halt dem Kind mit Verständnis sagen, jetzt spielt gerade der Bruder mit dem Lego, du darfst nachher spielen. Wir haben jetzt inzwischen 4,9 Enkelkinder, das 5. kommt im Januar. Also das ist, das ist 4,9. Das haben wir aber auch noch nicht gehört. Und das kriegt man schon hin. Man muss sich halt beschäftigen, sich mit den Kindern zuwenden. Und dann muss ich natürlich auch sagen, es gibt natürlich in der Erziehung, da gehört auch Mut dazu. Und da gehört auch das deutsche Wort Nein dazu. Punkt. Wie ging es denn dann weiter? Also als Kind haben Sie ja gesagt, war das ja eigentlich normal. Sie kannten das Leben ja auch nicht anders. Jetzt wird man ja irgendwann älter, andere gehen auf Partys, andere haben Freizeit. Wollten Sie dann irgendwann auch mal Raum für sich haben? Im gemäßigten Rahmen. Was heißt das? Also ich habe jetzt nicht irgendwie wild Party gemacht und war 3 Tage nicht erreichbar, sondern ich wusste, ich habe dann zu Hause zu sein. Wir hatten eine Art Dienstplan, wann wer eingeteilt ist. Und an den habe ich mich gehalten. So, Punkt. Mhm. Also ich war dann auch irgendwie mal abends irgendwie raus, morgens um, weiß ich nicht, 4 Uhr noch irgendwie nach Hause gegangen oder zu einer Freundin gegangen. Und ich wusste, um 6 Uhr musst du aber fit sein, weil dann stehe ich auf dem Dienstplan drauf. Aber in diesem Rahmen habe ich halt trotzdem so Ausbrüche gewagt, wie zum Beispiel Haare raspelkurz geschnitten und lila eingefärbt. Mhm. So. Also diese typischen jugendlichen Sachen, die man halt dann mal so macht. Wie war das eigentlich so in der Schule? Die wussten wahrscheinlich, wie es ihrer Schwester geht. Ja, klar. Was haben Sie da für ein Feedback bekommen? Haben die das wertgeschätzt, dass sie für Sie da sind? Wie war überhaupt so die Haltung zu dem ganzen Thema? Wertgeschätzt natürlich nicht. Also Kinder sind da ja auch noch mal
wesentlich direkter als Erwachsene. Und das, jetzt mal ernsthaft, das ist halt 30 Jahre her. Mhm. So in den 80ern ist der Umgang einfach noch anders gewesen als heute. Und heute ist er schon nicht so offen, wie ich es mir wünschen würde. Und damals war es halt wirklich viel mit Ablehnung. Es kamen Fragen wie, wünschst du dir nicht, dass deine Schwester tot ist? Kann man da nicht was machen, dass sie stirbt? Oder wo sie dann auch den ersten Freund hatte. Ja, aber die sind ja nicht richtig zusammen, die können ja keinen Sex haben. So, es ging halt immer so, ich musste quasi sie immer verteidigen. Also so ähnlich wie du das ja auch sagtest mit deiner Schwester. Es ging nicht darum, wie geht es mir oder wie ist mein Leben oder wie ist der Alltag bei uns. Das war total egal. Das war ein Bild im Kopf, das ging über. Und da wurden so Phrasen rausgedrescht. Ja. Und damit musste ich irgendwie reagieren. Und apropos reagieren, aber wo konnten Sie das denn rauslassen? Also Sie wären wahrscheinlich nicht zu Ihrer Schwester gegangen sein oder zu Ihren Geschwistern. Oder haben Sie das dann zu Hause erzählt, was Sie für Sprüche gehört haben? Nee. Das heißt, es war einfach in Ihnen drin? Ja, ja, klar. Verschlossen, abgeschlossen? Genau. Es war ja auch irgendwo dann doch wieder normal, weil ich es ja auch wieder nicht anders kannte. Immer dieses... Das waren ja immer dieselben Sachen. Also es kam jetzt nichts Neues dazu. Als Sie 18 waren, haben Sie dann auch die Vormundschaft übernommen? Genau. Was hat das bedeutet dann wieder in Ihrem Alltag? Am Anfang gar nicht so eine große Änderung. Mhm. Aber im Laufe der Zeit, also meine Schwester ist auch mit 18 ausgezogen in ein Wohnheim, ein Stück weiter weg. Also wirklich bis nach Bayern runter, wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Und wo es dann um den ganzen Rückzug ging, wieder ins Ruhrgebiet zurück, da habe ich mich halt um alle Ämter gekümmert, Kostenübernahme, Suche einer WG, wo sie halt einziehen kann, die ganzen Umzugssachen. Da war halt einfach viel Verantwortung. Und das habe ich 12 Jahre lang gemacht. 12 Jahre. Und ja. Dortmund und Recklinghausen. Richtig, hier. Da musste ich wohl noch einmal schmunzeln. Ruhrgebiet, ja, hier kommt noch ein Dortmunder dazu, angeboren. Ne? 2013, Sie haben Applaus bekommen, weil ich glaube, erstmal findet das jeder gut, dass man da ist für seine Schwester und auch wirklich so viel gibt und Verantwortung übernimmt. Aber irgendwann ging es nicht mehr, ne? Genau, irgendwann wurde es zu viel und ich hatte den besagten Zusammenbruch, wie Sie das vorhin gesagt haben. Der kollabierende Zusammenbruch. Genau, weil ich einfach nicht gelernt habe, halt auf mich selber zu achten. Oder hatte sich das angekündigt? Oder? Ja. Ja, erzählen Sie mal, wie. Also man kommt ja in so eine Schleife irgendwie rein, dass es einem schlechter und schlechter und schlechter geht. Und kein Mensch schaut da doch am Anfang hin. Also man macht ja erstmal weiter. Und das habe ich halt auch lange Zeit gemacht. Ich habe funktioniert. So, ich habe es auch bei meiner Mutter ja von klein auf gesehen. Funktionieren, dann geht es ja auch weiter. Und aufgeben ist nicht. Und irgendwann ging es halt nicht mehr weiter. Und 2013 ging es mir halt echt immer schlechter. Und dann bin ich aber noch in den Sommerurlaub gefahren. Man sagte immer, fahr mal in Urlaub, dann geht es dir besser. War dann schön zum Wandern im Bayerischen Wald und habe da angefangen mit aktiveren Suizidgedanken. Die waren vorher schon teilweise da, aber dann wurden sie aktiver. Und ich habe gemerkt, okay, wenn das im Urlaub schon ist, dann ist jetzt irgendwas falsch. So, und bin halt nach Hause und bin dann nicht zur Arbeit gegangen, sondern direkt zum Arzt durch. Hatte dann auch das Pech, dass mein eigentlicher Hausarzt im Sommerurlaub war. Ich zu seinem Vertreter musste. Der dann einfach nur völlig emotionslos vor mir saß. Ich halt vor ihm wirklich zusammengebrochen bin, nur noch am Heulen war. Und er sagte, ja, Sie haben eine mittelschwere bis schwere Depression. Sie nehmen diese Tabletten, hier ist das Rezept. Oh Gott. Und ich sagte, haben die irgendwelche Nebenwirkungen? Nee, haben die nicht, die helfen Ihnen. So, und dann war ich noch so clever, habe zu Hause meinen Beipackzettel geschaut. Da stand noch drin, die Suizidgedanken können sich verstärken. Genau. Ich habe dann noch einer Freundin Bescheid gesagt, achte mal auf mich die nächsten Tage. So, und dann ist alles gut gegangen. Und dann bin ich halt auch eine Woche später zu meinem normalen Hausarzt und dann kam das halt auch erst ins Laufen mit einer damals erst Psychotherapie, also eine Gesprächstherapie. Dann so nach anderthalb, zwei Jahren habe ich gemerkt, ich komme hier nicht weiter. Also ich habe einfach durch die Gespräche mich jetzt nicht irgendwie, ich konnte diese Verhaltensweisen einfach nicht ändern. Und habe dann die Therapieform gewechselt in eine Verhaltenstherapie und habe damit wirklich große Fortschritte gemacht. Und damit geht es mir jetzt echt gut. Jetzt bin ich schon einige Jahre ohne Antidepressiva, seit 3, 4 Jahren ohne Therapie. Ich habe nur noch so eine Nachsorge, dass ich mich melden kann, wenn was ist, dann kann ich vorbeikommen und merke, es geht aufwärts, dass ich wirklich so eine Selbstfürsorge lerne. Was für eine Leistung und auch welche therapeutische Hilfestellung im zweiten Angang. Meine Frage wäre, haben Sie mittlerweile gelernt, auch durch die Therapie, sich selbst zu bemuttern und zu bevatern? Das ist eine Leistung, die wir alle bringen müssen. Eltern sterben biologisch, aber vor allen Dingen, wenn man notorisch zu kurz gekommen ist. Das können Sie mittlerweile. Sich verwöhnen, gut mit der kleinen Frauke umgehen. Zu 95%. Oh, das ist eine Leistung. Das ist Europa verdächtig. Toll. Großartig.
Also heißt das, Sie mussten auch erst lernen, sich auch mehr in den Vordergrund zu stellen, natürlich, sich um sich zu kümmern? Natürlich. Ja? Also auch gerade, wo es darum ging, wo dieser Zusammenbruch war und ich merkte, ich kann quasi nur noch mich selber gerade retten, ich kann jetzt nicht mehr für andere da sein, musste ich aktiv sein, ich kann diese gesetzliche Betreuung nicht mehr machen. Und das war echt auch ein harter Schritt. Das fühlte sich an, als wenn ich gerade versage, als wenn ich irgendwie ein Kind sterben lasse. Mhm. Und musste dann wirklich auch die nächsten Wochen damit umgehen lernen. Wie ist das denn jetzt, nur noch für mich verantwortlich zu sein? Haben Sie das heute immer noch manchmal? Oder? Ja, sicher. Ja, das ist erst 5 Jahre her. Mhm. Ja, genau. Es bleibt irgendwie auch. Wie? Wenn man das 30 Jahre lang immer macht. Wie eng ist heute Ihr Draht, Ihr Kontakt zu Ihrer Schwester oder zu Ihren Schwestern? Ganz normal. Also wir haben ein ganz normales schwesterliches Verhältnis. Mhm. Wir sind auch 3 sehr unterschiedliche Charaktere. Also wir sehen auch alle sehr unterschiedlich aus. Man sieht jetzt nicht unbedingt, dass wir Schwestern sind. Aber das macht es halt auch aus, weil wir uns irgendwie alle gegenseitig ergänzen. Wenn man uns auf einen Haufen sieht, dann merkt man dann so durch unsere Witze und unser Verhalten zueinander, dass da schon eine enge Bindung auch ist. Und wenn Sie so zurückschauen, hatte das alles in gewisser Weise auch etwas, Sie haben das gesagt, manche Sachen lernt man oder haben auch positiv. Was würden Sie sagen, was bleibt da vor allen Dingen an Positivem auch für Sie? Einiges. Also wirklich gezwungen zu sein, dass ich mich um mich selber kümmern muss. Also dass ich da einmal diese Chance hatte, dass ich das lernen durfte oder lernen musste. Zwangsweise. Das hat ja auch nicht jeder. Also viele Menschen reagieren ja einfach weiter und machen immer weiter und schaffen diesen Schritt nicht, sich um sich selber zu kümmern. Und ich bin halt auch ein sehr empathischer Mensch. Und ich kann sehr gut in Gesichtern lesen. Dadurch, dass meine Schwester ja nicht sprechend ist und mit einem Sprachcomputer spricht, den es natürlich damals nicht gab. So weit war ja die Technik noch nicht. Kann ich sehr gut so Mini-Mimiken erkennen. Es ist schön zu hören, dass Sie auf der einen Seite Verantwortung übernommen haben für Ihre Schwester. Und ich glaube, Sie spüren, dass das etwas ist, was glaube ich, viele zu schätzen wissen, weil man sich das auch wünscht, dass es diese Menschen immer wieder gibt. Aber auf der anderen Seite auch zu hören, dass Sie einen Weg gefunden haben, sich selbst dabei nicht zu vergessen. Danke auf jeden Fall, dass Sie heute hier sind. Ich würde Ihnen gern einen Satz mitgeben, der ist aus der Depressionsforschung. Der Satz, einst war ich selbstlos, jetzt gehe ich selbst los. Das ist so ein Satz. Ja. Sehr schön. Ja. Wenn Sie noch mal auf das große Ganze sehen und auch auf die gerne in der ersten Reihe stehen möchten, ist es auch eine Lebensaufgabe, immer wieder sich damit zu arrangieren, auch damit zurechtzukommen, mit der Position, die man nun hat im Leben? Unbedingt. Sonst werden wir verbittert, sonst werden wir zynisch. Der Frank Sinatra hat es so schön gesungen. It was my way. Wie immer auch, es war mein Weg. Das ist wichtig und es ist eine Auseinandersetzung, eine ganz aktive, die wir mit uns selber liebevoll führen sollten. Unbedingt, ja. Und bekommt die zweite... Frank Sinatra hat auch was Schönes auf dem Grabstein geschrieben. Und zwar... Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Da muss man gut Katholik sein. Bekommt die zweite Reihe denn genug Wertschätzung in unserer Gesellschaft? Ich glaube schon. Ist doch das, also manchmal ist auch zu wenig, wenn man denkt an die Pflegedienste, die einfach schlecht bezahlt sind. Das ist ein Skandal, die Altenpflege, die Pflege im weitesten Sinn. Da ist eine gesellschaftliche Missachtung und die ist böse und führt auch ein Stück zur Gleichgültigkeit in der Beziehung. Aber ich denke, in vielem wird es auch anerkannt, dass man das, wenn ich denke, wie die Zivildienstleister am Anfang verhöhnt wurden und später hat man gesagt, das sind wundervolle junge Männer, ganz großartig. Ja. Das gibt's schon. Wir sind das Land der Welt mit den meisten ehrenamtlichen Engagement. Es geht bis zur Flüchtlingshilfe, zu vielen Dingen, Hospizbewegung. Da ist schon auch viel Anerkennung da. Da hat sich unser Wertekanon auch sehr barmherzig gewandelt. Das muss man auch sehen. In der zweiten Reihe. Vielen Dank an alle unsere Gäste, die heute hier in der ersten Reihe natürlich gesessen haben. Vielen Dank an alle. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema Einsamkeit, wenn keiner da ist. Jetzt die Nachtcafé Classics. Bis dann in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.